ständiges Kommen und Gehen, laut, leise, leise, laut, ganz laut, Schlägerei, Messerstecherei, Vandalismus, also alles, was man sich nicht wünscht. Ich war einfach von dem Moment an oder zumindest dem Morgen an, wo ich gemerkt habe, Mist, also das ist jetzt nicht mehr normal, war ich in Panik und habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, nee, also so kann man nicht leben. Das Haus fängt an zu beben, man liegt im Bett und das Bett wird gerüttelt oder man schläft und wird wach und denkt, es ist ein Erdbeben, dabei ist es ein schwerer Güterzug. Ich hatte eine Phase, da habe ich mir gewünscht, ich wäre taub. Da habe ich wirklich zu Hause vom Bett gelegen, hatte Kopfhörer auf und habe geheult, weil ich einfach nur gesagt habe, ich will nichts mehr, nie wieder in meinem Leben. Es bedeutet nicht, dass Stille immer dann etwas Positives ist, weil das bedeutet ja, dass man sich mit sich beschäftigt, mit den eigenen Gedanken, die viel deutlicher wahrnimmt und auch anders reflektieren muss. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Egal ob Autos, Dankeschön, laute Nachbarn oder Partyböller, der Lärm in unserem Alltag kann uns schon auf die Nerven gehen. Aber wenn es zum Dauerzustand wird, dann kann es ernst werden und sogar krank machen. Lärm, Krach, Radau. Wie viel halten wir aus? Das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße dazu sehr herzlich Shirin Soraya bei uns. Hallo. Seit 16 Jahren hat Shirin Soraya ein lautes Brummen im Ohr, das sie nicht mehr los wird. Wie viele Menschen in Deutschland leidet die Schauspielerin unter einem Tinnitus und musste in vielen Anläufen lernen, mit dem ständig lärmenden Begleiter zu leben. Wie ihr das gelungen ist, davon erzählt uns Shirin Soraya. Nochmal herzlich willkommen. Rosi Schneiders Grundstück grenzt direkt an die am meisten befahrene Güterzugstrecke Europas. Die andauernde Lärmbelastung bleibt nicht ohne Folgen für Körper und Seele. Welche Auswirkungen der Zuglärm auf sie hat und wie sie sich gegen Lärmverschmutzung engagiert, das hören wir gleich von Rosi Schneider. Kauen, Schmatzen, Tütenrascheln. Für Denise Dax werden auch leise Geräusche zur reinen Qual. Seit Kindesbeinen stößt sie mit ihrer Empfindlichkeit auf Unverständnis bei anderen. Und erst vor kurzem fand sie heraus, was sich hinter ihrem Leiden verbirgt. Schön, dass Sie heute hier sind, Denise Dax. Lautstärke war ein wichtiger Teil seines Lebens. Als DJ setzte sich Jan-Erik Kaiser freiwillig den lautesten Bässen und Tönen aus, bis er mit Yoga die Stille für sich entdeckte und dabei sogar aufs Reden verzichtet. Warum auch wir Lärmproduzenten sind, erfahren wir unter anderem von Jan-Erik Kaiser. Seit einigen Jahren kann Christoph Egerding-Krüger an Wochenenden kein Auge mehr zutun. Als Bewohner der Heidelberger Altstadt ist er nachts dem Krach tausender Partytouristen ausgesetzt, die teilweise enthemmt durch die Innenstadt ziehen. Heute Abend ist er lieber zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Christoph Egerding-Krüger. Professor Marc Schönwiesner beschäftigt sich als Neurobiologe mit dem menschlichen Gehör. Er weiß, warum uns Lärm stört und was wir gegen die körperlichen Folgen von Lärm tun können. Herzlich willkommen, Professor Schönwiesner, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Schönwiesner, Sie sind heute unser Experte, aber sagen Sie erst mal selbst, wie lärmempfindlich sind Sie persönlich? Ich bin relativ lärmresistent, ja, kann es ganz gut ausblenden und kann mich auch konzentrieren, wenn es ein bisschen lauter wird. Ich habe vier Kinder, das erklärt es vielleicht. Da kriegt man einiges mit. Gibt es denn einige Geräusche, die Ihnen nicht gut tun, die Sie störend empfinden? Ja, es gibt Geräusche, die kann man schwieriger ausblenden. Also vor allem menschgemachte Geräusche gehören dazu, weil die sehr veränderlich sind mit der Zeit. Die gehen nie in den Hintergrund, die haben Signalcharakter. Da wird es schon schwieriger, denke ich. Aber gerade so Maschinen vielleicht oder irgendwas, was monoton ist,
Das kann man vielleicht nach einer Weile schon ausblenden. Herr Kaiser, Sie suchen ja manchmal auch die Stille. Wir hatten jetzt gerade viel Applaus hier schon im Nachtcafé. Empfinden Sie das manchmal als störend? So in der Speziell Applaus eigentlich nicht. Das hört sich, finde ich, an wie Regen. Also vorhin von oben dachte man, hier unten regnet es schön. Wie es rieselt. Ja, genau. Es rieselt. Und was empfinden Sie unangenehm? Ich empfinde keinen speziellen Lärm als unangenehm. Ich empfinde es als unangenehm, wenn ich merke, dass ich nicht mehr bei mir bin. Mhm. Dass ich den Lärm oder das um mich herum eigentlich nur nutze oder unterbewusst nutze, um irgendetwas auszublenden. Mhm. Wie ist das zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind Anwohner und neben Ihnen ist eine große Schule. Und da gibt es einen Pausenhof und natürlich die Pausen dann mit den entsprechenden Geräuschen. Wird Sie das stören? Also mich würde das nicht stören, weil ich ja lange Zeit als Schulleiter gearbeitet habe. Das gehörte zu meinem Beruf. Und ich wusste ganz genau, die Pause fängt um 10 vor 10 an und ist um 9:15 zu Ende. Und Kinder haben das Recht, so zu sein, wie sie sind. Und sie sind so, wie sie sind. Und Sie, Frau Dax, andauernd der Lärm vom Schulhof? Ich, zum Glück arbeite ich zu der Zeit. Aber ansonsten würde es mich wahrscheinlich doch ein bisschen kirre machen, ja. Hängt es denn davon ab, welche Einstellung wir zur Schule haben, ob wir zum Beispiel auch selbst Kinder mögen? Lärm? Stimmt. Absolut, also Lärm hat ja eine sehr subjektive Komponente. Ja. Es gibt Teile davon, die kann man nicht messen mit einem Messgerät. Hier, diese Geräte werden da verwendet, so Schallpegelmessgeräte. Damit kann ich gucken, wie viel Dezibel hat denn jetzt der Ton. Aber das fängt diese subjektive Komponente nicht ein. Und gerade Kinderlärm ist ein prima Beispiel. Manche Leute mögen das total und können das ohne Probleme vertragen, finden sogar, dass das dazugehört, was Angenehmes eigentlich. Und andere finden es total furchtbar. Steigen wir mal mit Ihnen richtig ein. Wie lange wohnen Sie und Ihre Frau jetzt schon in der Heidelberger Altstadt? Wir sind 1981 in die Heidelberger Altstadt gezogen. Mhm. Die Heidelberger Altstadt war zu der damaligen Zeit ein Sanierungsgebiet. Dort wurden die alten Häuser von der Stadt aufgekauft, mit dem Ziel, die Altstadt von Heidelberg, ich spreche jetzt speziell von der Altstadt, familienfreundlich zu gestalten. Der Deal war so, die Stadt kauft das Haus auf, die Stadt finanziert zur Hälfte die Renovierungskosten und die Besitzer durften das Haus eine gewisse Zeit lang nicht weiter veräußern. Dadurch hat man im Prinzip die Stadt quasi wieder neu aufgebaut. Die Häuser aus den 50er Jahren, die in einem miserablen Zustand waren, wurden aufwendigst restauriert. Die Altstadt ist ein Schmuckstück geworden. Und das hat natürlich auch Konsequenzen gehabt. Sie kommen ja ursprünglich vom Niederrhein. Ja, ne? Genau. Würden Sie sagen, das ist jetzt Ihre Heimat geworden? Heidelberg? Ja, auf jeden Fall. Es ist meine Heimat geworden. Was lieben Sie daran? Bitte? Was lieben Sie an Heidelberg auch? Ich liebe an Heidelberg auf der einen Seite das Weltoffene. Ich liebe die romantische Kulisse. Wenn ich als Tourist nach Heidelberg käme, wäre ich begeistert vom Ensemble. Heidelberg ist ja, wie Sie wissen, in dem Flusstal des Neckars eingebettet. Rechts und links gehen die Berge hoch, ein Waldgebiet. Man ist ruckzuck, 5 Minuten ist man im Wald. Das ist wirklich eine schöne Stadt geworden und die ist auch sehr anschaulich. Und ohne jetzt so mit Klischees zu spielen, aber als Rheinländer können Sie durchaus auch feiern, oder? Ich bin durchaus kein Kind von Traurigkeit, aber ich weiß, mich zu benehmen. Okay, ja, ist schon eine interessante Differenzierung. Dann holen Sie uns jetzt mal rein. Die Wohnsituation, die Sie dort erleben in Heidelberg, in der Altstadt, hat sich ja verändert. Holen Sie uns mal rein in so ein typisches Wochenende, mal in so einen typischen Freitagabend. Was passiert denn da? Ja, also die Situation in Heidelberg ist so, dass wir im Jahr etwa, ich rede jetzt von der Heidelberger Altstadt, dort wohnen ca. 10.000 Menschen. Und wir haben im Jahr in Heidelberg selber 12,5 Millionen Touristen. Das ist ordentlich. 12,5 Millionen Touristen, die sich zum größten Teil in der Heidelberger Altstadt knubbeln, weil dort die Sehenswürdigkeiten sind. Da ist das Schloss, da ist die Hauptstraße, da ist der Philosophenweg und so weiter. Das heißt, auf jeden Heidelberger Anwohner in der Stadt kommen im Schnitt durchs ganze Jahr verteilt 3,5 fremde Menschen, die sich dort auch wohlfühlen wollen und sollen. Aber wenn Sie da einfach durchgehen und was einkaufen, dann ist das ja erstmal okay, dann, oder? Fühlen Sie sich wie in Disneyland. Ja, 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 okay. Also Sie sind im Prinzip wie ein Gast in der eigenen Stadt, weil natürlich die Menschenmassen, die da durch die Stadt geschleust werden, es wird immer mehr, muss man wirklich sagen, auch nach Corona. Also wir hatten in der Corona-Zeit
eine sehr schöne, besinnliche Zeit im Lockdown. Da bekam man eine Idee davon, wie schön es sein kann, wenn es ruhig ist. Der Freitagabend sieht so aus, dass die Gäste in der Regel so bis um 10, halb 11 essen. Und das sind die Gäste, die morgens um 9 mit dem Bus kommen, sich die Stadt anschauen, dann gehen sie abends um halb 8, 8 was essen und sind um 10 Uhr dann wieder weg. Und ab 11 kommen dann die Partytouristen. Das sind dann die Leute, die meistens schon vorgeglüht aus der Umgebung kommen, mhm, und dann die Nacht zum Tag machen. Das heißt im Klartext, ab halb 12 bis morgens um 4 Uhr sind die Kneipen geöffnet in Heidelberg, also bis 4 Uhr morgens. Und dort können sie alles erleben, was sie nicht erleben wollen. Und ab wann? Sie wollen ja wahrscheinlich einschlafen. Ich möchte gerne um halb 12 oder um 11 eigentlich ganz gerne bei geschlossenem, beim geöffneten Fenster schlafen. Das habe ich mir in den letzten 10 Jahre oder 15 Jahre abgeschminkt. Das geht gar nicht mehr. Mhm. Im Sommer schon sowieso nicht. Fenster zu. Und dann wird es interessant. Sie haben es sehr schön gesagt. Es ist so ein Geräuschlevel, dass 5 Minuten Ruhe, plötzlich kommt eine Horde von jungen Männern, die auf der Balz sind und der Meinung sind, sie müssten jetzt dringend ihre Balzrufe absondern. Und dann ist es wieder ruhig. Dann denkt man, ah, jetzt sind sie durch. Dann schläft man 10 Minuten, dann geht es wieder von vorne los. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, laut, leise, leise, laut, ganz laut. Schlägerei, Messerstecherei, Vandalismus. Also alles, was man sich nicht wünscht. Damit wir uns da so ein bisschen rantasten und auch einen Eindruck bekommen, haben wir einige Bilder aus Heidelberg. Ja. Und wir hören auch erstmal nur zu, ein paar Sekunden. Ist das so, wie man sich das bei Ihnen vorstellen kann? Oder ist es bei Ihnen, da wo Sie wohnen, dann schon ein bisschen weniger? Also was wir dort sehen, ist der Hotspot, das ist die untere Straße. Ja. Dort ist eine Kneipe an der nächsten. Und die Menschen, die dort jetzt feiern oder glauben zu feiern, die ziehen nach diesen Events dann durch die Stadt auf der Suche nach noch heißeren Hotspots. Mhm. Und dann kommen die bei Ihnen vorbei? Die kommen vorbei und sind der Meinung, sie müssten sie jetzt unbedingt noch laut grölen und müssten laut Krach machen. Ich habe es mir auch angewöhnt, die Leute anzusprechen. Was heißt das? Sie machen dann Fenster auf? Manchmal habe ich das Fenster aufgemacht. Die Leute sind alle zum größten Teil völlig alkoholisiert, sind kaum noch aufnahmefähig. Und das mache ich auch nicht mehr. Ich habe auch schon ganz grauenhafte Szenen erlebt, wo dann jemand verletzt auf dem Boden liegt und die Leute dann drumherum laufen und sich kaputt lachen, Fotos machen. Also ich sagte bereits, alles, was Sie nicht sehen wollen, sehen Sie dann dort. Denken Sie denn da manchmal auch, Sie hören was und da muss ich jetzt eigentlich eingreifen? Ja, auch das ist mir passiert, wenn ich um Hilfe schreiende junge Frauen höre am Fenster, dann denke ich, jetzt müsste ich mal gucken, da ist was nicht in Ordnung. Weil ich mich da auch verantwortlich fühle. Mhm. Aber das habe ich mir auch abgewöhnt. Weil ich rufe dann die Polizei, die dann natürlich nicht kommt, weil bis die da sind, sind die alle wieder weg. Das heißt, Sie und Ihre Frau wollen eigentlich einschlafen, irgendwann halb 12? Ja. Aber Sie kriegen es eigentlich so richtig gar nicht. Ja, das ist vor allen Dingen freitags, in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Und unter der Woche sind die Kneipenöffnungszeiten bis 1 Uhr. In diesen warmen Sommertagen wie jetzt zum Beispiel ist auch vor 3 Uhr keine Ruhe, kann man nicht sagen. Frau Soraya, Sie wohnen in Berlin, Prenzlauer Berg. Haben Sie einen Ansatz auch schon mal sowas mitbekommen? Ich denke die ganze Zeit schon, ehrlich? Das kenne ich. Und es wird auch mehr, leider. Ja, mhm. Ja, tatsächlich. Es gibt ja in Berlin auch sehr viele Touristen, aber es sind nicht nur die Touristen. Es sind natürlich auch junge Leute. Und als Sie vorhin über die Kinder sprachen, dachte ich, ja, also damit habe ich auch relativ wenig Probleme, weil das ja auch oft was sehr Lebendiges, Leichtes hat. Und ich auch nie irgendwie Kindern verbieten würde, dass sie rumlaufen, schreien, lachen und so. Aber das hat ja auch eine ganz andere Energie, sage ich mal. Und das ist ja nicht schön. Also das ist sehr schwierig, finde ich, sich davon so abzutrennen und vielleicht auch gar nicht gut. Und bei mir in der Ecke, ich habe eigentlich eine ganz schöne Wohngegend. Also die Straße ist sehr ruhig. Aber gerade abends in letzter Zeit sitze ich manchmal am Balkon und auch Freitag, Samstag. Und dann ist irgendwie Gegröle um 2 Uhr nachts und ab und zu kommt da die Polizei. Ich weiß nicht, die können das jetzt auch nicht stoppen, weil es wird einfach immer mehr und das ist natürlich nicht schön. Mhm. Also es ist ja nicht schön, wenn Leute
wie Sie jetzt erzählt haben, ist natürlich extrem. Also das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß aber, dass es das auch gibt. Wie sehen Sie das? Aber was ich nicht verstehe, warum gebietet die Stadtverwaltung da nicht Einhalt? Also sie sagt generell, um 12 Uhr ist Schluss. Ja. Wir müssen unsere Bürger schützen. Und wenn dann die Polizei kommt, dann muss Schluss sein. Ja, warum macht sie das nicht? Vielen Dank für die Idee. Ja, das ist eine schöne Idee. Man tauscht sich aus hier im Nachtcafé. Natürlich haben wir immer wieder überlegt, was muss passieren. Ja. Und natürlich haben wir auch Vorschläge an die Stadtverwaltung gegeben. Ich bin aktiv in der Bürgerinitiative Linda, Leben in der Altstadt. Mhm. Da sind Menschen organisiert, die mit diesen Zuständen nicht glücklich sind und die auch Vorschläge gemacht haben an die Stadtverwaltung. Mhm. Ich sage es mal ganz vorsichtig, es ist der politische Wille der Stadt, diese Zustände zu akzeptieren. Hier geht es schlicht ergreifend um Umsatz. Genau. Die Heidelberger Altstadt hat eine Fläche von ca. 1,6 Quadratkilometer. Dort leben 10.000 Menschen und es gibt ca. 250 gastronomische Betriebe auf 1,6 Quadratkilometer. Die müssen Geld verdienen. Auf der anderen Seite, man muss ja auch sagen, Sie haben es gesagt, nach Corona, viele haben das Bedürfnis, auch mal rauszugehen und zu feiern. Sie waren auch mal in der Techno-Szene, haben auch mal gefeiert. Kann man den Menschen, die da durchziehen, denn den Vorwurf machen, dass sie feiern, dass sie laut sind, wenn da 30, 40 Kneipen sind? Ist schwierig, aber ich denke, es kommt auch darauf an, wie man feiert. Also das Stichwort Energie ist da bei mir hängen geblieben. Feiern kann ja durchaus auch was Fröhliches, Friedliches sein. Aber wenn das Richtung Grölen, Schubsen und Balzrufe geht, dann ist es eben wahrscheinlich eher abtörend. Ne? Was belastet uns da, Herr Schönriester, wenn Sie das so hören? Das ist einerseits das Kommen und Gehen, man weiß nicht, was los ist. Aber also, ist man auch immer auf Hab 8? Ich denke mir, wenn Sie jetzt neben einem Wasserfall mit derselben Lautstärke wohnen würden, wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ja, genau. Es geht da nicht um die Lautstärke, es geht vor allem um diese Unerwünschtheit. Gerade Feierlärm, menschengemachter Lärm hat so, dadurch, dass er ja vermeidbar ist im Prinzip, wenn die Leute sich ordentlich benehmen würden, wäre das hier alles okay. Ja. Es ist vermeidbar und das macht einen besonders verärgert natürlich. Und diese subjektive Komponente trägt natürlich riesig dazu bei. Und dazu die menschliche Stimme, gerade Rufe, das ist ein Alarmsignal. Wenn jemand schreit und vielleicht auch noch um Hilfe, das kann man nicht ignorieren. Ja. Da ist man sofort da. Und dann kommt noch eine Komponente dazu, das ist die eigene Intention. Was will ich denn jetzt gerade? Will ich mich konzentrieren oder am schlimmsten will ich einschlafen? Mhm. Und in der Situation sind auch viel leisere Geräusche natürlich ein großes Problem, ganz zu schweigen vom Feiern. Was haben Sie denn schon alles versucht, um trotzdem irgendwie einzuschlafen? Ja, wir haben Fenster zu, Oropax, Musik im Ohr, das hilft letztendlich nicht, weil, wie er schon richtig gesagt hat, Herr Schönwieser, das sind so menschliche Geräusche. Und das ist einfach schlicht und ergreifend, da kann man nicht weghören. Das geht einfach nicht. Wir haben Vorschläge, wir haben versucht, mit der Stadt gemeinsam zu reden. Wir haben versucht, andere Kneipenöffnungszeiten zu regeln. Also nicht bis um 4 Uhr, sondern bis um 3 Uhr. Die Stadt tut alles, um sozusagen die Altstadt noch attraktiver zu machen. Jetzt denkt man darüber nach, im Neckar schwimmende Pontons zu installieren, um dort Strände, Sand aufzuschütten, damit noch mehr Leute reinkommen. Also die Frage ist für mich die Grenzen des Wachstums. Wenn 12,5 Millionen Touristen für diese Zustände sorgen, dann werden solche Maßnahmen nicht dafür sorgen, dass das weniger wird, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer mehr werden. Und da ist Uneinsichtigkeit einfach in der politischen Führung. Haben Sie denn mal drüber nachgedacht, zu sagen, das hat keinen Zweck, Nein. Ich ziehe hier weg? Nein. Weil? Weil ich der Meinung bin, man muss die Dinge regeln. Man muss versuchen, Wege zu finden, wie man miteinander klarkommt. Und eine Wegziehen würde ich als Kapitulation verstehen. Und vielleicht ist das Ziel, die Altstadt, so pittoresk wie sie dasteht, zu entvölkern, damit dann sozusagen die Partyszene nur noch dort ihre Umstände feiern kann. Ich bin der Meinung, dass man die Dinge regeln könnte, wenn man wollte. Natürlich. Aber man will nicht. Und das ist das Problem, wo wir dann in der Bürgerinitiative immer wieder mit der Stadt versuchen, konstruktiv nach vorne zu gucken. Und es geht auch nicht übrigens um den Lärm, es geht auch um die Konsequenzen. Die Autos, die reinfahren, die Wildparken, die Vermüllung. Es sieht am anderen Tag aus wie, wie bei Hempel unterm Sofa, sage ich immer. Ja. Es sieht ganz furchtbar aus. Und diese Dinge werden immer wieder angemahnt.
Aber es passiert leider nichts. Gibt es denn irgendeinen Hinweis? Also das eine ist natürlich, man schafft es, den Lärm von außen einzuschränken. Durch politische Maßnahmen, genau, durch die Aktivitäten. Solange es nicht so ist, haben Sie einen Hinweis, irgendeine Idee, wie man trotzdem in den Schlaf finden kann? Das ist das schlimmste Szenario eigentlich, was Sie da beschreiben. Also da, Sie haben selbst alles schon probiert. Ich meine, Sie leben jetzt seit über einer Dekade mit der Situation. Ja. Da kann man tatsächlich nichts machen. Also die typischen Sachen wären eben Ohrstöpsel, richtig gute Ohrstöpsel, ja, ja. Noch große drüber. Dann gibt es aktive Rauschunterdrückung. Aber das funktioniert alles nur bei so einem gewissen Geplätscher im Hintergrund. Und diese Rufe, diese Feierrufe sind halt mal richtig laut, mal wieder richtig leise. Das können Sie nicht unterdrücken. Ich muss ja dazu sagen, Sie verursachen durchaus auch selbst laute Töne. Ja, Sie genau. spielen nämlich Querflöte und Dudelsack. Ja. Und da hat es noch keinen Ärger gegeben. Ja, weil ich mich benehmen kann. Ich mache das Fenster zu, wenn ich Dudelsack spiele. Das gehört sich. Ja, oder also, zwischen 1 und 3 dann. Bitte, auch nicht um 1 und 3. Nee, das mache ich dann bis um 8 höchstens und dann ist auch gut. Also für mich sind die Schlagworte Respekt und Rücksichtnahme. Also mit Rücksichtnahme und Respekt kann man viele, viele Dinge, glaube ich, einvernehmlich lösen. Mhm. Aber wenn Respekt und Rücksichtnahme... Ja, danke. Ja, danke. Aber wenn Respekt und Rücksichtnahme nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, ich habe vorhin die alkoholisierte Masse angesprochen, wenn die Leute wirklich bis zum Abwinken abgefüllt werden, dann können Sie mit den Leuten nicht mehr reden. Das geht nicht. Suchen Sie sich eigentlich auch manchmal ganz bewusst dann Orte der Stille? Ja. Was machen Sie dann? Dann fahre ich nach Holland an die See. Oder ich gehe in den Wald oder wie auch immer. Also die Stille ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, wir alle hoffen auf jeden Fall, dass Sie zur Ruhe finden, immer wieder und nicht nur in Holland an der See und dass Sie von diesem Konflikt auch nicht aufgerieben werden. Erstmal vielen Dank. Unser Sendungstitel lautet ja heute Lärm, Krach, Radau. Wie viel halten wir aus? Frau Soraya, müssen wir zu viel Lautstärke aushalten? Ich würde jetzt so aus Bauchhaus sofort sagen, ja. Mhm. Also im Prinzip ja. Bis zum gewissen Maße muss man es, denke ich, so in unserer Zeit und auch in der Dichte der Städte, ist es wahrscheinlich auch ein Mechanismus, der bis zu einem gewissen Maße eben gesund ist, dass wir etwas nicht mehr als so lästig wahrnehmen, weil wir sonst einfach durchdrehen würden. Aber ich denke, also gerade jetzt, was ich eben erzählt hatte bei uns in Berlin, das ist schon eine Steigerung, die in den letzten Jahren, zumindest für mein Gefühl, vielleicht auch durch meine Geschichte, aber vielleicht ist es wirklich auch objektiv so, wo man denkt, also noch viel mehr hält man nicht aus. Kommen wir zu Ihrer Geschichte. Ja. Sie haben einen Tinnitus erlitten. Ja. Wie würden Sie diesen Ton uns beschreiben, der Sie begleitet? Also diese Frage kenne ich natürlich, deshalb habe ich da schon die ganzen Jahre immer mal wieder drüber nachgedacht. Also die beste Beschreibung ist eigentlich, das hört sich an wie ein Staubsauger, der die ganze Zeit so im Nebenraum ist. So ist vielleicht die beste Beschreibung. Es ist kein ganz hoher Ton, auch kein ganz tiefer, also irgendwie im mittleren Frequenzbereich, wurde mir damals gesagt, als das so ausgetestet wurde. Und ja, wenn es sehr still ist und niemand redet, dann höre ich den immer. Und ja, ich glaube, am ehesten manchmal denke ich Kühlschrank, aber ich glaube, es ist eher wie so, als würde bei mir jemand seit 16 Jahren irgendwo hier im Ohr herum staubsaugen. Und ja. Und ist der Staubsauger denn mal in einem entfernteren Raum oder kommt der näher oder ist der immer gleich? Ich denke, dass der eigentlich immer gleich ist, aber durch mein Bewusstsein ist der manchmal sehr viel weiter weg. Oder inzwischen vergesse ich den oft wirklich über ganz lange Phasen, bis es entweder wirklich sehr still um mich ist oder bis ich darüber rede oder irgendetwas passiert, dass ich denke, ach ja, stimmt, natürlich, da ist es ja. In welcher Situation ist dieser Ton, ist dieser Staubsauger, denn wenn Sie sich erinnern, zum ersten Mal da gewesen? Waren Sie zu Hause, waren Sie unterwegs? Holen Sie uns mal zurück in diesen Moment. Der Moment, und es war bei mir, das ist, glaube ich, bei den Menschen unterschiedlich. Es gibt auch Leute, wo sich das einschleicht. Bei mir kam das sehr plötzlich. Und zwar war das eines Nachts, als ich wach lag, was mir jetzt nicht so oft passiert ist davor, dass ich jetzt vor lauter Gedanken, also ich hatte relativ viel inneren Stress und lag so um 5 Uhr morgens wach. Und dann kam der ganz plötzlich. Und ich hatte den schon mal, ich glaube, ein paar Wochen vorher. Kennt ja jeder, dass ein Ton kommt und ein paar Sekunden später geht er weg. Und ich hatte das ein paar Wochen vorher, dass der kam und dann aber immer wieder kam, so über eine halbe Stunde. Da war ich schon etwas beunruhigt, habe mich hingelegt und habe gedacht, oh, pass mal ein bisschen auf. Mehr habe ich dann aber auch nicht gemacht. Und in dieser Nacht war es so, dass der massiv kam, also plötzlich wie aus dem Nichts. Und das Komische ist, ich habe damals in dem Moment gedacht, so, und diesmal bleibt's.
Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, habe ich es gewusst oder habe ich mit diesem Satz den festgehalten, weiß der Himmel. Aber es war wirklich wie so ein Wissen, Mist, diesmal bleibt's. Und dann bin ich eingeschlafen und eigentlich erstaunlich, dass ich wieder einschlafen konnte. Bin gegen 8 wieder aufgewacht und dann war es immer noch da. Und da haben Sie gedacht, okay, leider ist er geblieben bis heute. Wenn Sie haben von so einer inneren Unruhe gesprochen, die Sie hatten. In welcher Lebenssituation waren Sie denn damals? Also beruflich ging es mir sehr gut. Ich hatte eigentlich total Spaß bei meiner Arbeit immer. Hatte vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie auch da die Lautstärke einen beeinflussen kann. Aber das war mir jedenfalls in dem Moment noch nicht bewusst gewesen. Und innerlich war ich einfach relativ belastet, weil ich in einer langjährigen Beziehung war, die eigentlich sehr schön und harmonisch war. Und ich hatte aber so das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mehr. Hab einen anderen Mann kennengelernt und dann befand ich mich in so einem inneren Zerrissenheitszustand. Und das war eigentlich, glaube ich, das Hauptding. Das hatte so ein paar Wochen angehalten, wo ich immer nicht wusste, mache ich dies, was mache ich? Wusste selber nicht, was ist jetzt richtig? Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Auslöser war. Es war sicher nicht alles, aber es war auf jeden Fall ein Auslöser, der mich so dazu gebracht hat, dass überhaupt so was Massives dann passiert. Denn es ist ja schon irgendwie krass und hätte ich mir vorher auch gar nicht vorstellen können. Also ich wusste das, aber dass das mir passiert, hätte ich nicht vorher vorausgesagt. Es sind ja viele, die das teilen, die diese Erfahrung teilen und damit leben. Können wir was sagen zu den Auslösern? Ist das sowas wie Stress und innere Unruhe? Also Stress ist auf jeden Fall, trägt ganz stark bei. Mhm. Also es ist eigentlich, der Stress erhöht die Chance, bei einem Hörschaden oder wenn man lange zu lauten Tönen ausgesetzt ist, dann auch einen Tinnitus zu kriegen. Ja. Sie haben gesagt, es kommt Ihnen so vor, als ob es in der Berliner Altstadt jetzt irgendwie lauter geworden ist. Eine andere Sache, die sehr häufig mit Tinnitus einhergeht, ist eine Sensibilität auf lautere Töne. Also Ihnen kommen Töne, die Sie früher vielleicht nicht so schlimm fanden, plötzlich lauter und unangenehmer vor. Das war bei mir in den ersten Wochen extrem so. Ich konnte nicht mehr Straßenbahn fahren in Berlin, weil mich dieses Geräusch, das ist ein sehr lauter Ton, so wahnsinnig gemacht hat, das ging nicht. Ich habe also ganz viele Töne nicht mehr ertragen. Ich habe in größeren Runden, was ich sowieso die ersten Wochen gemieden habe, aber als ich dann mal wieder das gewagt habe, habe ich gemerkt, um Himmels Willen, es überfordert mich wahnsinnig, dieses Meer von Stimmen, die da gleichzeitig bei so einer kleinen Party oder so reden, dem zu folgen oder mich überhaupt noch zu fokussieren. Das war wie hochgeschaltet, also so hochgezogen und ich war vollkommen, als wäre das so eine neue Welt. Ja. Und das hat aber, glaube ich, bei mir auch, also das kam aber dann später erst in dem ganzen Prozess der Jahre, ganz viel auch mit einer Sensibilität zu tun, die mir nicht bewusst war. Aber wie ging es Ihnen denn? Ich stelle mir gerade vor, Sie sind da aufgewacht, der Ton ist da und der bleibt den ersten Tag, der bleibt den zweiten Tag. Was ging denn dann in Ihnen vor? Sind Sie da in Panik geraten oder haben Sie sich beruhigt und gedacht, irgendwann geht er schon wieder weg? Beruhigen konnte ich mich nicht. Okay. Nee, also ich war tatsächlich die erste Zeit unglaublich verzweifelt. Also ich war einfach von dem Moment an oder zumindest dem Morgen an, wo ich gemerkt habe, Mist, also das ist jetzt nicht mehr normal, war ich in Panik und habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, nee, also so kann man nicht leben. Das ist unmöglich. Also ich wusste, ich muss alles tun, dass das wieder weggeht. Also der Ton muss weg. Der Ton muss weg, war am Anfang, die ersten Tage sowieso oder die ersten Wochen, mein Hauptziel. Also wie kriege ich das wieder weg? Sind Sie dann auch gleich zum Arzt oder was haben Sie dann unternommen? Ja, ich bin zum Arzt gegangen, ich glaube zu zwei verschiedenen. Und der zweite hatte mir dann gesagt, also auf schulmedizinischer Ebene, also wüsste er jetzt auch nur diese Infusion. Ich glaube, inzwischen macht man die gar nicht mehr. Also die könnte ich versuchen. Und das hätte man, glaube ich, auch so, wie sagt man, ambulant machen können. Aber er meinte dann zu mir, es wäre vielleicht gut, wenn ich wirklich irgendwo hingehe und mal zur Ruhe komme. Lustigerweise, also es ist nicht, im Nachhinein ist es für mich lustig, in dem Moment war es das nicht, aber sagte er, da können Sie dann mal so richtig die Seele baumeln lassen. Ich weiß es noch wie heute nicht. Ich dachte mir, ja, sehr schön, die baumelt ja sowieso schon. Also das klang so, als wäre das so Wellness und ich wusste, das ist es nicht. Aber für mich war das dann tatsächlich, ich habe dann mich dafür entschieden, ins Krankenhaus zu gehen. 10 Tage war das, glaube ich, und jeden Tag diese Infusionen mir geben zu lassen, in der Hoffnung, dass das was bewirkt. Das war der allererste Schritt, den und ich gemacht habe. Und hat aber nichts bewirkt. Wenn Sie das so beschreiben, also es war wie so ein Ausnahmezustand, so ein innerer. Ja. So hört sich das ja an. Sehr. Ne? Welche Sorgen waren denn damit verbunden? Haben Sie gedacht, mit diesem Ton kann mein Leben so wie vorher nicht weitergehen? Ja, also wie gesagt, die ersten Wochen war es so, dass ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Inwiefern denn? Was waren denn die konkreten Ängste? Also das war, ich glaube, beruflich, das kam später dann.
Naja, das war nach ein paar Wochen. Ich erinnere mich gerade, dass dann, ich hatte ja damals eine Comedy-Serie gedreht in Köln, Sechserpack. Mhm. Und da kam immer so um Weihnachten rum, hieß es, drehen wir weiter oder nicht? Mhm. Und es war das erste Jahr, wo ich mich nicht freuen konnte über die Aussage, ja, es gibt eine neue Staffel. Weil ich in dem Moment, also das kam, glaube ich, Mitte November bei mir, dieser Ton. Und dann kurz vor Weihnachten oder so, habe ich nur gedacht, um Himmels Willen, wie schaffe ich das denn? Also das war zum Beispiel eine Sorge. Aber das war nicht das Einzige. Also es war hauptsächlich wirklich, es war sehr ganzheitlich, das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wie man jetzt damit, wie vorher, zufrieden, glücklich, ruhig, wie man Ruhe findet. Wusste ich nicht. Und das ist aber was, was ich dann später, also nach den ersten Wochen, nach einem Monat und so, absolut verändert hat. Aber in der ersten Zeit war es wirklich nur so weg. Es muss einfach aber, weg. Aber wer oder was hat Ihnen denn geholfen hin zu dieser Veränderung? Weil das wünschen sich natürlich viele. Ja, also im Grunde genommen glaube ich ja, dass das wie bei vielen Sachen so ist, dass man es immer selbst ist. Mhm. Aber mir haben viele, viele Inspirationen auf dem Weg geholfen. Und das fing lustigerweise auch im Krankenhaus schon an, dass mir gesagt wurde, versuchen Sie doch mal was anderes. Weil die wussten selbst, das ist jetzt mit der Infusion relativ unwahrscheinlich, könnte passieren, aber vielleicht auch nicht. Und durch da so einige Ratschläge oder auch über Bekannte habe ich dann angefangen, erstmal mit Akupunktur und so chinesischen Kräutern solche Sachen zu machen. Bisschen, was war das zweite? Kraniosakraltherapie, auch etwas, wo es darum geht, einfach zur Ruhe zu kommen, weil ich ja in dem Moment, also von einem Moment auf den anderen, in einem totalen Unruhezustand war. Ich hatte damals, das hat die chinesische Ärztin festgestellt, mir war das sonst nicht klar, die messen immer den Puls und ich hatte über Wochen einen Ruhepuls von 90. Das muss man sich, also kenne ich überhaupt nicht mehr, also so einen Zustand habe ich überhaupt nicht mehr, glaube ich, aber ja, um Himmels Willen. Und das hat mich alles so ein bisschen stabilisiert, aber richtig geholfen hat mir dann, muss mal überlegen, das ist einige Monate später gewesen, wie das immer so ist, Zufall oder nicht, habe ich über eine Freundin von einem Bekannten einen Link bekommen von einer energetischen Arbeit, also Heilsitzungen im weitesten Sinne, wo es darum geht, dass man eben auch Sachen auflösen kann und Blockaden lösen. Ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung von sowas und ich habe das nur gesehen, habe irgendwie einen kleinen Bericht von diesem Mann gelesen und dachte, das mache ich. Ich hatte sofort das Gefühl, das könnte sein, das könnte mir helfen. Und damit sind Sie tatsächlich in gewisser Weise zur Ruhe gekommen? Damit bin ich über die Zeit zur Ruhe und sehr viel weiter gekommen. Toll. Also weiter, als ich das davor bewusst erlebt habe. Erstmal schön zu hören, dass es so ist. Der erste Wunsch war aber, der Ton muss weg. Ja. Können wir den Ton wieder loswerden? Ja, im Moment gibt es leider keine wirkliche Therapie für die meisten Formen von Tinnitus. Also viele kennen das Geräusch. Ja, ne? Also beinahe jeder hat irgendwann mal so einen Ton, so ein Fiepen, Pfeifen im Ohr. Und in, glaube ich, so 10 bis 15 Fällen kehrt das auch wieder. Und dann so 1-2% der Weltbevölkerung haben einen richtigen schweren Tinnitus. Also so, dass man sagt, das beeinträchtigt meine Lebensqualität. Und in diesen Fällen ist es eigentlich, also medikamentös kann man nicht wirklich was machen. Weil es ist ein Ton, der wirklich im Gehirn entsteht, nicht im Ohr. Ja. Ne? Das wissen wir einfach, weil es hat sich das ist schon lange her, wird heute nicht mehr gemacht, aber es hat sich mal jemand den Hörnerv, also den Nerven, der das Ohr, das Innenohr mit dem Gehirn verbindet, durchtrennen lassen, aus Verzweiflung. Ja, ich will den Ton nicht mehr hören. Ja, also und dann war er taub, aber der Ton war noch da. Ja. Ne? Das nennt man ein misslungenes Experiment. Absolut, ja. Und inzwischen weiß man, also immer nur Ohrstopfen tragen, also auch bei der Hypersensibilität ist das so. Ich muss mich eigentlich desensibilisieren, ich muss mich schon auch Geräuschen aussetzen. Aber der Tinnitus hat die psychologische Komponente kann ich natürlich unter Kontrolle kriegen. Ich kann das akzeptieren, ich kann versuchen, damit umzugehen. Mhm. Und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie man da rangeht. Mich würde interessieren, wenn Sie jetzt mit dem Ton umgehen, würden Sie denn so weit gehen und sagen, Sie haben mit dem Ton Freundschaft geschlossen? Ja. Ja? Also das denke ich schon ziemlich lange. Also genau das Wort Freund habe ich schon oft benutzt, dass der zu einem Freund geworden ist. Und vor allem ist mir schon vor Jahren mal bewusst geworden, dass es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam, dieser Gedanke, aber tatsächlich so ist, wenn mir jetzt jemand jetzt käme, so eine Fee, und würde sagen, ich biete dir an, der Ton ist weg, aber du hättest all diese Erfahrungen nicht gemacht und diese Arbeit nicht gefunden, also diese energetische Arbeit, die erst mir geholfen hat, die ich inzwischen für Leute ja mache, seit über 10 Jahren inzwischen. Ich würde den Deal nicht annehmen. Also ich würde dann sagen, nee,
dann behalte ich ihn. Also weil er mich jetzt kaum noch, ich sage nicht gar nicht, aber wirklich kaum noch stört. Und weil ich diese anderen Erfahrungen überhaupt nicht missen wollen würde. Gut, wenn man das sagen kann. Am Anfang nie für möglich gehalten, ja, muss ich dazu sagen. Ja. Also das, wenn mir das jemand so erzählt hätte, ich sage ja herzlichen Glückwunsch, ich will ihn einfach nur weghaben, also in den ersten Monaten. Was du eben jetzt mit vielen Worten umschrieben hast, der Ton ist dein Freund geworden, das gibt es auch als Meditation. Also man kann auch auf seinen In-Ohr-Ton meditieren und man nimmt ihn dann als Objekt und dann ist er ja etwas, das man nutzt und nichts mehr, was einen stört. Mhm. Ne? Mhm. Jede Erkrankung läuft ja anders und ich glaube, jeder Weg läuft auch anders. Aber wenn Sie jetzt an diejenigen denken, die jetzt gerade voll drin sind und diesen Ton in sich spüren und noch gar nicht wissen, wo es lang gehen kann, was würden Sie denen mitgeben, auch wenn jeder Weg anders ist, aber was würden Sie ihnen mitgeben? Also ja, man kann ja immer nur von seinem Weg aus schließen, wie es denn vielleicht für andere ist. Und ich denke, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss, aber dass es auf jeden Fall viel, viel wichtiger ist oder möglich ist und wichtiger ist, eine innere Stille zu finden. Denn ich glaube, das, was einen verrückt macht am Anfang, ist ja, dass man, also bei mir war es so, das Gefühl hat, ich werde nie wieder Stille haben, nie wieder Ruhe. Und durch diese Energiearbeit, die ich dann gefunden habe, habe ich eine Form von Ruhe und Stille und auch Zentriertheit oder ein Bei-mir-Sein gefunden und auch immer weiterentwickelt, was ich vorher gar nicht so kannte. Schön, dass Sie hier sind. Danke, Frau Geleier. Danke schön. Aber so eine innere Stille zu finden, wenn mich gerade was stresst und wenn ich viel Lärm um mich rum habe, ist wahrscheinlich erstmal die Königsdisziplin, oder? Ich denke, das ist ziemlich schwierig, ja. Ist schwierig, ne? Absolut. Also es kann nur ein Fernziel sein, sicherlich auch für Sie, Frau Schneider. Sie wohnen im schönen Mittelrheintal, zum Teil ja sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Sie sind dort vor gut 40 Jahren in ein Haus gezogen, das in der Nähe einer Bahnlinie liegt. Wenn Sie uns das beschreiben, wie weit ist Ihr Haus oder Ihr Grundstück von den Gleisen entfernt? Ja, das stimmt. Wir sind vor 42 Jahren in den Rheingau gezogen, nach Österreich-Winkel, in ein altes Haus. Es war mal so eine ehemalige Winzerhalle mit so dicken Backsteinmauern. Und ich habe ja so ein Faible für alte Häuser. Wir haben das gekauft und renoviert. Und dann hat uns ein Bekannter gesagt, ja, wo ist das denn überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, Österreich-Winkel. Ja, Österreich-Winkel ist da nicht so eine Hauptgüterverkehrsstrecke? Aber ich gesagt, ja, stimmt, hinter unserem Haus, da ist schon die Bahnstrecke. Das ist die Strecke von Rotterdam bis nach Genua. Aber wir haben uns dabei gar nichts gedacht. Wir waren froh, dass wir in der Lage waren, das Haus zu kaufen und zu renovieren. Wir haben alles selber gemacht. Wie weit ist sie denn das Haus entfernt? Das sind etwa 15, 18 Meter bis zur Gleise. Ja. Ja. Also es ist, wir haben unmittelbar hinter unserem Haus einen Pfad und einen Parkplatz. Dann kommt die Schallschutzwand seit ein paar Jahren und dann ist da die Schiene, ja. Und wie laut ist es da, wenn Sie uns das in Ihren Worten beschreiben würden, wenn ein Zug vorbeifährt? Also, das war vor 42 Jahren, ja, es war laut, aber wir haben das alles gar nicht so empfunden, weil wir haben vorher auch in der Stadt gewohnt, da gibt es ja auch Stadtverkehr. Mhm. Und unsere Kinder sind immer ans Fenster gesprungen, haben die Züge beobachtet, wie schön. Bis wir gemerkt haben, mein Gott, nachts wird das ja immer schlimmer, da fährt ja Zug an Zug und das Haus fängt an zu beben, man liegt im Bett und das Bett wird gerüttelt oder man schläft und wird wach, denkt, es ist ein Erdbeben, dabei ist es ein schwerer Güterzug. Nur damit wir das mal nachvollziehen, Sie haben für uns auch mal eine Aufnahme gemacht, einfach mit dem, mit dem Smartphone. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Vielleicht können Sie noch sagen, von wo ist die Aufnahme gemacht worden? Die ist, also wir wohnen im ersten Stock, da haben wir so ein Bürozimmer und die Bahn ist ja hinter unserem Haus. Mhm. Und da hat mein Mann die Aufnahme gemacht. Okay, dann hören und sehen wir uns das mal an. Ja, das ist von unserem Fenster aus. Da sieht man die wunderschöne Landschaft, da hinten das Schloss Johannisberg. Ja. Was sagen Sie in der Runde, wenn Sie das so sehen? Ich hätte eine Frage. Ist es denn tatsächlich mehr geworden oder lauter, weil die Züge schwerer sind? Oder ist es Ihre subjektive Wahrnehmung?
Wir haben, ja, es ist wirklich mehr geworden und es ist auch lauter. Dadurch, dass es mehr wird, wird es auch lauter. Mhm. Wie viele Züge fahren denn da vorbei bei Ihnen in dieser Preisklasse? Ja, das sind etwa 200 bis 250 Züge, also innerhalb von 24 Stunden. 250 Züge? Ja, und Sie haben ja eben vom UNESCO-Welterbe gesprochen. Da ist der Rhein schmäler und man hört den Güterverkehr oder überhaupt den Schienenverkehr von beiden Seiten. Das heißt, dann wären es 500, wenn man die anderen... Ja, natürlich. Aber 250 in der Nähe? Ja, genau. Und gibt es da irgendwelche Zeiten, was weiß ich, zwischen 22 und 6 Uhr, dass da keiner fährt? Also das ist, also die Krux ist ja so, das ist eine uralte Schiene, etwa 160 Jahre alt. Und der Personenverkehr und der Güterverkehr, ich habe ja gesagt, es ist eine Hauptgüterverkehrsstrecke, diese beiden müssen sich die Schiene teilen. Es ist aber so, der Personenverkehr fährt nur tagsüber und nachts kann dann ein Güterzug nach dem anderen fahren. Es ist eine uralte Bestandsstrecke. Es gibt kein Gesetz, das sagen würde, ihr dürft aber nur mit leisen Wagen fahren oder ihr dürft nur mit 60 Dezibel fahren. Also die meisten sind dann mit 90, mit über 90. Man muss sagen, 90 Dezibel, das ist so wie so ein Presslufthammer. Ja, und so fahren und die in der Nacht. Durch die ganze Nacht durch quasi? Ja, natürlich. Und überall gilt ja nachts Nachtruhe. Vielleicht bei Ihnen nicht, Herr Krüger, in Heidelberg. Aber normalerweise gilt in Deutschland Nachtruhe. Ja, in Heidelberg auch. Also wir finden dann keine Nachtruhe. Wie können Sie überhaupt schlafen? Ich meine, wir hatten das Thema ja gerade schon. Können Sie überhaupt schlafen? Ich mache das auch so. Ich kann nur mit Ohrstöpseln schlafen, ja. Mhm. Und Sie haben das auch beschrieben, wie stark vibriert es dann, wenn so ein Zug? Also es gibt auch sehr schwere Güterzüge und vor allen Dingen sehr, sehr viel Gefahrgut. Also hauptsächlich fahren da diese Kesselwagen mit Gefahrgütern so eng an den Häusern vorbei. Und es gibt da unterschiedliche Züge. Meistens sind es die alten Züge, die so schwer beladen werden. Die bringen den Körperschall unter das Haus und lassen das Haus dann beben. Und die Leute werden dann regelrecht so durchgerüttelt. Wie halten Sie das aus? Ja, das ist nicht so leicht zu ertragen. Jetzt aus Expertensicht. Ja. Ich finde, das hört sich, er stöhnt also die ganze oder nicht, Zeit. Es ist ja, hört sich furchtbar an. Ja, also altes Gleisbett, das heißt, das ist wahrscheinlich nicht so gebaut, dass die Schienen besonders schwingungsarm gelagert sind. Man hat gerade bei der Aufnahme schon gesehen, sie liegen eigentlich über der Schallschutzmauer. Sie können den Zug ja sehen. Ja, wir wohnen im ersten Stock und der Schall geht oben drüber. Genau. Und diese Schallschutzmauer, die schützt ja nicht vor Erschütterungen. Nee, genau, gegen die Erschütterung kann man nichts machen. Da müsste man das Gleisbett ändern. Ja. Das ist ein tolles Beispiel für den Widerspruch zwischen die Bürger schützen und die Geldinteressen. Ja, deshalb haben wir ja auch gesagt, also wir müssen da irgendwas tun. Es kann ja nicht sein, dass der Staat, der ja normalerweise eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgern hat, uns da besonders nachts, wenn man schlafen möchte, so schädigt. Das hadern Sie manchmal auch, weil... Sie haben ja gesagt, die Züge gab es ja damals schon, als Sie dorthin sind. Und dann haben Sie beschrieben, ach, die Kinder sind so rumgelaufen, da eine Lok und so. Ja. Haben Sie den Lärm einfach unterschätzt, als Sie dorthin sind? Ja, wir haben auf jeden Fall den Lärm unterschätzt. Also wenn wir noch mal irgendwo eine Immobilie kaufen würden oder auch nur mieten würden, da würde ich schon sehr genau darauf achten, dass da kein Güterzugverkehr fährt. Wir haben da im Rheingau, wir hören ja auch die Flugzeuge, wir hören zum Teil die Schiffe auf dem Rhein. Ich meine, die sind auch schon besser geworden. Früher waren es ja die alten Dieseltuckerer, die wirklich laut waren. Heute ist es schon besser geworden. Mhm. Und dann hören wir auch den Lärm von der B42. Aber der Bahnlärm ist am schlimmsten. Ja, also ich weil der ja gerade in der Nacht ist. Ich meine, Fluglärm, da gibt es ja Nachtflugverbot, wenn es auch viele Ausnahmen gibt. Und das ist bestimmt auch nicht einfach. Also ich beneide diese Leute auch nicht, die da in den Flugschneisen wohnen.
Oder auch beim Lkw-Verkehr, da ist ja nachts mal, hört der Lärm auf. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Je später es wird, umso mehr donnern die schweren Güterzüge hinter unserem Haus. Oder bei manchen auch vor dem Haus, ja, nicht? Also mal zum Vergleich. Und deshalb muss der Güterverkehr, ja, raus auf eine extra Strecke. Dafür kämpfen wir schon seit Jahren. Für diese Lautstärke, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ja nachts nicht mehr als 45 Dezibel. Ja. Tagsüber ab der, 10 Dezibel lauter. 10 mehr, genau. Ja. Weil ab der Schwelle gibt es erste Anzeichen für Gesundheitsschädigung, ne, ja, wenn man das über eine lange, ja, Zeit hat. Und wenn Sie jetzt von 90 oder vielleicht drinnen mit geschlossenen Fenstern, ja, wenn das dann immer noch 60 sind, 45 ist Flüsterton, das ist sehr, ja, leise. Sie haben sogar noch mehr. Ja. Wann, ja, beginnt es denn medizinisch für unser Empfinden zu laut zu sein? Oh, das ist ja, also zu laut ist komplett subjektiv. Okay. Ne? Also richtige Hörschädigungen treten tatsächlich erst bei wirklich sehr lauten Tönen auf, wenn man die über lange Zeit, also was wie 80 Dezibel, 8 Stunden pro Tag über mehrere Monate. In Betrieben, genau. Kommt dann auch Lärmschutz. Genau. Nur damit wir 80 Dezibel, bei 80 Zentimeter wissen viele, was es ist. 80 Dezibel, was heißt das? Was Da sind wir bei einem, vielleicht einem Rasenmäher, sowas. Mhm. Lauter Rasen, vielleicht auch zwei. Also das ist schon ordentlich laut. Ja. 60 Dezibel sind so Zimmerlautstärke, wenn man jetzt anlautstärke spricht. Ja, Rasenmäher, der nervt einen ja schon kurz, ne? Aber wenn das dann immer, ja, ist, ja, genau, der genau. Also wie gesagt, nachts ist es noch viel schlimmer. Dann kommt einem das lauter vor. Das Ohr ist eigentlich dann gewöhnt an was Leiseres. Ja. Ja, ja. Sie haben ein wichtiges Argument gebracht, gerade das Argument der Fürsorge. Mhm. Ja. Also wenn der Staat sozusagen die Fürsorge für seine Bürger nicht wahrnimmt, das ist ja im Prinzip das Gleiche wie in Heidelberg, wobei in Heidelberg das nicht der Staat ist, sondern das ist die Kommune. Die Frage ist, was muss passieren, damit der Staat oder die Kommune sich in seine Fürsorgeverantwortung hineinbegibt? Ja. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik oder die Bahn das ernst nimmt, Ihre Lärmbelastung? Oder sagen die eher, na ja, die Bahn war ja schon vorher da? Wir sind ja schon in der Bürgerinitiative seit etwa 16 Jahren und wir haben uns mit dem Thema sehr lange beschäftigt. Und vor etwa 10 Jahren hat die Bahn den Gesundheitsaspekt überhaupt nicht anerkannt. Wenn man gesagt hat, ja, wir haben jetzt Bluthochdruck oder was weiß ich für Krankheiten, ja, dann weisen Sie das erstmal nach. Aber mittlerweile gibt es ja genügend Gutachten. Ich denke da an Professor Münzel oder an Professor Griffan. Wir haben da schon verschiedene Vorträge gehört. Wir haben ja einen hier. Wird es ernst genug genommen, die Lärmbelastung? Ja, das Problem ist meistens, dass diese subjektive Komponente so schlecht messbar und nachweisbar ist. Ne? Also in Betrieben kann man das so regeln, da gibt es das Dosimeter, da wird gemessen, genau, was ist meine, also wie man es vielleicht bei Radioaktivität machen würde. Ne? Ich kann meine Gesamtbelastung über den Tag, über mehrere Tage, Monate messen. Aber Sie zu Hause, also A, haben Sie sowas nicht und B, selbst wenn Sie unter dem medizinisch problematischen Pegel bleiben, haben Sie trotzdem Stress und erhöhten Blutdruck und erhöhtes Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Wie geht es Ihnen denn gesund? Ja, ich habe da jetzt seit 5 Jahren auch Bluthochdruck. Ich habe immer gedacht, na, das macht mir nichts aus. Aber ich gehe ja gerne zum Yoga, also seit Jahren schon, jetzt während Corona nicht. Und da ist es mir passiert, dass ich so eine Übung machen wollte. Und ich konnte die plötzlich nicht mehr. Ich lag da auf meiner Matte und kam nicht mehr hoch, weil ich keine Kraft hatte und auch keine Luft. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Also ich konnte einfach nicht. Und die Übung, die habe ich seit Jahren schon gemacht, Sonnengruß und alles. Und ich bin ein sehr gelenkiger, beweglicher Mensch. Ich lag da wie gelähmt. Es ging einfach nicht mehr. Stimmt, ich hatte noch Glück im Unglück, dass mir nichts passiert ist. Ja. Was passiert denn körperlich? Kann sowas krank machen? Wenn ja, wie? Also ich glaube, wenn man bei Lautstärken sind, die vielleicht noch nicht wirklich das Ohr selbst schädigen, dann ist das größte Problem Stress. Und Dauerlärm macht Dauerstress und Dauerstress ist wirklich sehr gefährlich. Also verringerte Immunantwort, also die Körperabwehr geht runter, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Schlafstörung. Ja, natürlich. Das summiert sich alles auf über die Zeit und wird dann ein großer, man erkrankt dann wirklich eigentlich an Sekundärproblemen. Ja. Sie haben gerade Ihren Mann angesprochen, er ist auch heute hier. Herzlich willkommen erstmal. Herr Schneider, Ihre Frau hat gerade ja noch mal beschrieben, wie Ihre Jungs rumgelaufen sind, als Sie das Haus gekauft haben. Was sagen die denn heute, wenn sie zu Besuch sind? Ja, wenn die heute zu Besuch kommen, sagen sie, ja, das sind ja immer noch laute Güterzüge, obwohl ja wir erreicht haben, auch durch die Demonstrationen so, dass die Güterzüge, die Schienen
nachgearbeitet worden sind, dass die Räder, dass die sogenannten Flüsterbremsen jetzt geben soll, aber trotzdem sind die noch viel zu laut. Und weil wir eben von den Dezibel gesprochen haben, wir haben in Assmannshausen eine Lärmmessstelle, die Bahn mittelt ja den Lärm. Und dann haben wir da so 85, 90 Dezibel. Gemittelt. Gemittelt. Die Spitzenpegel sind über 108 zum Teil. Und wenn Sie dann nachts im Bett liegen, ich bin etwas resistenter gegen den Lärm als Sie, aber wenn Sie nachts im Bett liegen und wollen einschlafen, dann kommt der Zug, brumm, brumm, naja gut, ja, der wird schon wild, dann schläfst du wieder ein. In 2-Minuten-Takt fahren die dann nach allen Richtungen und dann ist das mit dem Schlafen vorbei. Dann stehe ich auf, ich gehe dann die ganze Nacht durch die Wohnung, schlaf mal da mal 2 Stündchen, mal da mal 2 Stündchen. Und dann irgendwann morgens sind die Züge dann auch wieder leiser. Dann könnte ich bis in den Tag reinschlafen. Also ich muss sagen, 250 dieser Züge, es ist ja fast unvorstellbar. Und wir haben es gerade auch schon mal besprochen. Haben Sie beide denn auch mal dran gedacht, da wegzuziehen? Ja, wir haben da auch schon dran gedacht, wegzuziehen, aber das ist ja nicht so einfach. Erstens mal ist das eine finanzielle Geschichte. Dann, wenn Sie in der Region bleiben wollen, dann ist es woanders auch nicht besser. Und Flucht ist immer nicht das Beste. Wir haben mal versucht, auf die andere Seite zu ziehen. Ja. Da sind wir auf die, war ein Haus angeboten und das haben wir uns angesehen. Und das war dann viel höher, so ungefähr. Naja, so Hanglage, so vielleicht 800 Meter hoch. Wir liegen auf 100 Meter. Und dann kamen die Züge. Da haben wir die von der anderen Seite, von unserer Seite, genauso laut gehört wie bei uns und noch die von der Seite. Das war ja noch viel schlimmer. Ja. Da haben wir gesagt, also im Augenblick lassen wir es mal. Was würde Ihnen noch fehlen, wenn Sie wegziehen? Ist es die Nachbarschaft? Was ist es, was Sie hält? Die Erinnerung, dass Kinder da aufgewachsen sind? Ja, auch das Haus. Also wir lieben unser Haus. Wir haben es ja selber instand gesetzt. Mhm. Wir waren da ja 30 Jahre auf der Baustelle. Bauen ja heute noch. Und nachdem die Kinder aus dem Haus waren, haben wir gesagt, wir suchen uns was Kleineres und sind dann auch rumgezogen. Aber wir konnten uns nicht einigen. Also, und dann sind wir eben doch dort geblieben und haben gesagt, ja, wir machen öfter Ausflüge, wir verreisen öfter. Jetzt in Corona-Zeiten ist das ja nicht so doll. Aber wir machen schon öfter Ausflüge. Wir fahren Fahrrad oder wir machen Nordic Walking im Winter, gehen in den Wald. Österreich-Winkel hat sehr viel Wald, sehr viel Weinberg. Ist also wunderschön. Sie versuchen noch das Beste rauszumachen. Ja, das natürlich. Ist immer noch im Fluss. Ich würde sagen, wenn sich die Gelegenheit böte, eine gute, dann würden wir das vielleicht machen. Mhm. Aber das ist ja natürlich ein Riesenhaus. Das kriegen Sie schnell weg. Also ich muss sagen, das war wirklich eindrucksvoll zu sehen, wie Sie dort leben. Die Bilder vergisst man so schnell nicht. Mhm. Ich glaube, man kann nur hoffen, dass sich an dieser äußeren Situation für Sie etwas ändert, weil das durch die Nacht ist ja wirklich eine große Belastung, die gesundheitliche Folgen haben kann. Wir hoffen einfach für Sie, dass sich was ändert oder dass Sie auch einen anderen Weg finden, wie Sie zur Ruhe kommen. Denn Ruhe als Teil von Lebensqualität haben Sie nun wirklich verdient. Den Applaus will ich Ihnen aber erst mal geben. Ja, und jetzt ergänzen Sie ruhig. Also ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Wir haben ja mit der Bürgerinitiative erreicht, gab es einen Projektbeirat. Und dann haben wir auch die Möglichkeit einer Umgehungsstrecke außerhalb des Rheingaus, nicht am Fluss entlang. Und das ist immer geschoben worden von der Bahn auf die lange Bank, von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. Aber jetzt ist ein Gutachten gemacht worden, oder vielmehr, es ist angeblich in Auftrag gegeben und das soll jetzt vorgestellt werden, ob es diese Umgehungsstrecke da gibt. Das heißt also, wenn die in den Bundesverkehrswegeplan käme, dann würden sie vielleicht in 20 Jahren, wäre sie dann vielleicht fertig. Das würde für uns nichts mehr bringen, aber für die ganze Region. Aber ihr Kampf wäre nicht umsonst gewesen. Ja. Ja, man muss dazu sagen, also es gibt ja seit 20 Jahren die ICE-Strecke von Köln bis nach Frankfurt. Und die ist parallel zur A3.
Und da war, ja, da war vor 20, 25, 30 Jahren war da eigentlich auch parallel zu dieser ICE-Strecke auch eine Güterverkehrsstrecke angedacht, was ja auch vollkommen richtig gewesen wäre. Aber man hat sie dann einfach aus politischen Gründen, ach nein, der Güterverkehr kann ja da am Rhein entlang und der ist dann auch nicht so ernst genommen worden. Und die Güterverkehrsstrecke ist eben nicht parallel dazu. Der Platz wäre ja heute noch da. Und die Strecke ist ja auch schon im Bundesverkehrswegeplan im potenziellen Bedarf. Sie müsste halt höher gestuft werden, damit in die Planung eingestiegen wird. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall langen Atem. Ja. Viele von uns kennen ja Geräusche, die Sie nur ganz schwer ertragen können. Das können so ein quietschender Zug sein, aber ich glaube, andere kennen auch dieses Geräusch, wenn man mit der Kreide so auf der Tafel kratzt. Auch für Sie, Frau Dax, gibt es Geräusche, die ganz schlimm sind. Was sind das für Geräusche zum Beispiel? Ja, also hauptsächlich eigentlich menschengemachte. Also ob mein Mann jetzt neben mir eine Chipstüte isst oder allgemein isst, das könnte ich ihn schon für erwürgen. Aber so eigentlich so ziemlich jedes Geräusch, was so um mich rum passiert, kann für mich ein Trigger werden. Und was geschieht dann, wenn jemand neben Ihnen jetzt mit der Chipstüte was macht oder schmatzt oder ich weiß es nicht? Also mittlerweile ist es von jetzt auf gleich, dass ich wirklich ein Aggressionspotenzial entwickle. Also ich bin wirklich sofort da und habe auch böse Gedanken dem gegenüber. Mittlerweile ist diese körperliche oder diese emotionale Aggression mehr in Ticks umgewandelt, weil ich einfach durch die Kindheit und dieses Unterdrücken von diesen emotionalen Gefühlen einfach dahin so ein Loslassen entwickelt habe. Also ich fange jetzt an mit Schnipsen, mit Kopfnicken, wie bei so einem Tourette dann auch. Das kann ich nicht mehr steuern. Also es sind Aggressionen da, sie entwickeln diese Ticks. Wie reagiert dann Ihr Umfeld darauf? Mittlerweile sehr lustig. Also mein Freundeskreis und auch mein Partner, meine Familie, mittlerweile wissen sie es alle und kommen damit auch relativ gut zurecht. Es gibt auch immer wieder Leute, die dann sagen, komm, ne, jetzt lass mal Butter bei der Fische, ist okay jetzt, aber ich kann da überhaupt nichts mehr gegen machen. Das ist einfach, ich habe so ein, also in dem Moment könnte ich diese Menschen wirklich, ich habe meiner besten Freundin mal gesagt, ich hacke die Hand ab und das meinte ich in dem Moment hundertprozentig ernst. Aber das waren zwei, drei Sekunden, danach realisiere ich direkt auch wieder. Aber in dem Moment, es ist ein körperlicher Schmerz da, das ist... Ist es richtig, dass Sie auch körperlich reagieren, also dass Sie sich teilweise dann auch übergeben haben und so? Genau, also ich falle in Ohnmacht, wenn es zu viel wird. Ich kriege Erbrechen, Kopfschmerzen, Übelkeit, muskuläre Schmerzen. Ich merke das jetzt auch jetzt so im Laufe der Sendung, es ist sehr anstrengend, ich werde sehr kaputt. Nachher werde ich sehr gut schlafen. das ist immer sehr, sehr anstrengend. Aber wir haben, das Ganze nennt sich auch Misophonie und... Misophonika, das gab jetzt einige Studien, die jetzt so angefangen haben, das Ganze mal nachzuforschen. Und wir haben einfach einen 150-fachen Wert an Cortisol. Also in diesen Stressmomenten schießen wir einfach 150% mehr als ein normaler Mensch. Wann hat das denn bei Ihnen begonnen? Also eigentlich habe ich es von Kindheit an. Also ich konnte als Baby und als Kleinkind schon nicht bei meinen Eltern mit am Tisch sitzen, habe ich viel geweint. Ich habe das Abendbrotessen, was man ja abends so hat. Die Familie kommt zusammen nach der Schule, man erzählt. Ich habe es gehasst. Ich konnte das nicht. Ich habe immer. Weil? Was war da? Die haben gegessen. Also alleine die Kaugeräusche. Alleine, wenn ich dran denke, kriege ich wirklich dieses Ziehen im Ohr, dieses Zahnschmerzen. Das ist unerträglich, dieser Gedanke alleine, dass jemand vor mir ist. Das ist jedes Mal wirklich eine Tortur. Und es ist nicht so, dass meine Eltern jetzt großartig schmatzen oder sonst irgendwas. Aber, also die können sich benehmen. Aber es ist tatsächlich, es ist super anstrengend gewesen. Ich habe auch noch eine kleine Schwester, mittlerweile 25. Und dann zu dritt am Tisch drei Leute, die einen dauerhaft triggern. Das war die Hölle. Und wann war das erste Mal so, dass es dann auch... Ja, dass Sie reagiert haben, dass irgendwas passiert ist, was andere dann vielleicht irritiert hat? Also, dass ich immer sauer geworden bin beim Essen, das gab es schon früher. Also auch schon mit 7, 8, 9. Ja. Aber dass ich dann wirklich auch mit Flucht reagiert habe, mit Erbrechen und auch tatsächlich so
selbstverletzendes Verhalten, indem ich mir den Oberschenkel gekniffen habe. Das war so mit 12, Weihnachten, Großeltern. Das Gebiss, was dann doch nicht ganz so fest ist durch die Haftcreme. Und das war einfach viel zu viel. Dann waren wir 6 Leute an einem Tisch, die gegessen haben. Dieses Knacken neben mir von meinem Opa, das war einfach zu viel. Und dann in der Situation haben Sie... aufgestanden, bin zur Toilette gerannt, da kam meine Mutter mir noch hinterher, meinte, ey, hör jetzt mal auf, dich so anzustellen, und es ist ganz normal hier, es ist nichts anders, es ist einfach normal, du stellst dich hier gerade an, und ich konnte aber gar nicht anders. Es war auch so ein Stressmoment, und dann hing ich da über der Toilette und ich sage, ich komme gleich nach. So hat sie mich wieder zum Tisch geschleppt, ich habe mich hingesetzt und dann wirklich den Abend mit Mühe und Not einfach nur noch in den Oberschenkel gekniffen und die ganze Zeit versucht durchzuatmen. Nichts mehr gesagt, einfach nur noch 10 aufeinander gepresst, irgendwie durchzuhalten. Ich stelle mir jetzt so vor, Sie sagen, Sie waren da 12, was das dann mit Ihnen macht, weil Ihre Mutter sagt, hier ist doch alles normal, was ja eigentlich heißt, du bist nicht normal. Absolut. Also was hat das jetzt, hat das in Ihnen ausgelöst, dass Sie an sich selbst gezweifelt haben, oder haben Sie gesagt, was erzählt meine Mutter hier? Wie war das für Sie als 12? Es gibt keine offizielle Diagnose Misophonie. Es gibt die Erkrankung Misophonie. Leider Gottes ist es aber immer noch nicht im Identifikationsschlüssel vom Heilmittelkatalog, was ich grausam finde. Aber das Offizielle habe ich vor 2 Jahren bekommen. Und bis dato habe ich gedacht, ich habe einen Knall. Sie haben einen Knall? Ja. Also da habe ich echt gedacht, ich bin komplett bekloppt. Ich habe mich eigentlich aus so sämtlichen Bereichen rausgezogen. Ich habe mich nicht mehr mit Freunden getroffen. Essen gehen mit meinen Freunden, ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht mehr ins Kino gegangen. Das war die Hölle für mich. Alleine, wenn man das so kennt, man geht rein. Die erste Werbung ist eine Eiswerbung. Der beißt da rein, dreht durch. Das ist ja auch so hochgezogen. Ne? Es ist alles immer so extrem. Ich mag das auch nicht so gerne. Absolut. Ich kenne das aber wirklich nur in Ansätzen. Ja. Aber im Kino ist es ja irre. Ich trage Kopfhörer im Kino. Also ich habe Kopfhörer sind eigentlich so ziemlich mein einziger lebenserhaltender Moment immer. Ich habe einen festen Platz in meinem Kino, den buche ich jedes Mal, wenn dann da, und habe auf der Seite einen Kopfhörer drin, hier ist eine Wand, hinter mir ist niemand, dass ich wirklich nur so diese Geräusche wahrnehme. Alleine wer da hinter mir Popcorn isst, den könnte ich da schon den Kopf... Und wie war das in der Schule dann? Stressig. Also in erster Linie versteht dich keiner, dann... hast du das Problem, dass du ja sowieso in der Kindheit und auch in der Jugendphase, da bist du ja in der Findungsphase und du versuchst leicht zu sein wie jeder andere auch und wirst aber aggressiv, wenn jemand neben dir mit einem Kuli auf dem Blatt Papier schreibt. Das macht ja auch schon Geräusch. Also ich habe tatsächlich schon mal einen Bleistift nach jemandem geworfen auch fast schon mal in die Hand gestochen, weil ich einfach so ein, das war einfach so ein Reflex. Ich konnte da nichts mehr gegen machen. Das ist einfach ein Reflex vom Körper her, dass ich da wirklich durchgedreht bin. Und dann ab der 8., 9. Klasse fing es dann auch an, dass wir essen durften während des Unterrichts und trinken durften. Das war damals davor noch nicht so, aber gerade so Klausurenphase, wo man sich wirklich stark konzentrieren muss. Und neben einer fängt der an, mit einem Kuli zu schreiben. Der futtert nebenbei noch einen Apfel und eine Möhre. Ich hab meine Abschlussarbeit abgegeben mit einer 6. Ich habe meinen Abschluss in Englisch nicht absolviert. Also ich habe, glaube ich, 2 Sachen hingeschrieben. Weil sie es nicht ausgehalten haben. Nee, es werden immer Geräusche, oder? Also immer Geräusche. Also ich habe es auch visuell. Es gibt bestimmte... Ja, das habe ich mich gefragt, ob irgendwelche anderen Elemente auch das Gleiche triggern vielleicht. Gewisse, also zum Beispiel dieses Beinzittern, was ganz, ganz viele haben, dass sie dann immer dieses Wippen machen. Ja. Nett. Ist aber nicht so schlimm wie Geräusche. Ah ja. Es gibt viele Misophoniker, die haben, also wir haben ein relativ breites Spektrum einfach an Triggergeräuschen. Viele haben so 1, 2, 3 Trägerkategorien. Wir haben jetzt von uns aus, also wir haben so eine kleine Organisation gegründet, wo wir versuchen, Misophonikern zu helfen, so mit eigenen Tipps, weil von den Ärzten bekommst du nichts. Das ist Vielleicht erklären Sie mal kurz, was ist Misophonie? Ja, das ist eine relativ neue Sache, ne? Zum ersten Mal beschrieben, so 2001, 2002, von einem Team von Ärzten, die sich eigentlich mit einer großen Population von Leuten mit so Hypersensitivität, also allgemeiner Hypersensitivität gegenüber allen Schallen beschäftigt haben. Und denen ist dann aufgefallen, hier gibt es eine Untergruppe von Leuten, die haben das eigentlich nur bei ganz bestimmten Geräuschen und sehr häufig Körpergeräusche. Mhm. Und weil die Sache noch so neu ist, ist sie A, noch nicht in den Katalogen und B, wissen wir eigentlich nicht, wie es funktioniert und wie man helfen kann. Es gibt viele Verdachte, also man geht davon aus, dass es aus traumatischen
Kindheitserfahrung ist. Ja, aber du bist eigentlich ein gutes Beispiel dagegen. Ja, also mir ging es super in meiner Kindheit eigentlich. Ja. Ich hatte eine tolle Kindheit und ich habe trotzdem... Aber du hattest es schon eigentlich, soweit du zurückdenken kannst. Genau, ich bin eigentlich von Anfang an. Und das Spannende ist, mein Vater hat auch misophonische Verhalten. Also auch wieder Genetik. Ja. Das ist, also da fehlen noch ganz viele Studien. Ich glaube, es gibt sowas wie 20, 25 Artikel dazu. Also die Ärzte wissen dazu noch gar nicht. Also wir wissen nicht viel. Es steckt mittendrin auch die Suche nach den Ursachen. Ja. Was mich aber interessiert, was heißt das denn für Ihr Leben? Also Sie haben ja diese Situation, diese Reflexe beschrieben, ja, dass Sie dann irgendwie aggressiv reagiert haben. Nun sitzen Sie hier total sympathisch, falls ich das mal sagen darf, oder? Also, ja. Hat es trotzdem dazu geführt, dass Menschen gedacht haben, huch, was ist denn mit ihr los? Gefährlich, gefährlich, und sich zurückgezogen haben? Ja, also es gab einige Freunde, die einfach, es gab damals ja auch noch keine Erklärung. So, warum bist du so? Ja, keine Ahnung, ich kann es halt nicht ab, es macht mich aggressiv. Ja, du bist nicht normal, so tschüss. So, mittlerweile habe ich, seitdem ich diese Diagnose habe, nennen wir es jetzt mal so, kommen die Leute auf mich zu und sagen, ey, hättest du das vorher gesagt? Ich hätte dir doch zugehört, erzähl doch mal. Und ich mir denke, ja, das ist nicht anders als vorher. Wie haben Sie das denn, also haben Sie sich denn auch vorher immer versucht, von Ärztinnen und Ärzten Hilfe zu holen? Wie sind Sie denn auf diese Diagnose dann gekommen, wenn das... Jahrelang. Also ich habe bestimmt 7 Jahre lang bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, H&O, Neurologe, und alle haben mich immer als bekloppt erklärt, geh zum Psychologen. Ich habe Verhaltenstherapien hintereinander weggemacht, die es nur noch schlimmer gemacht haben. Mhm. Weil das Problem ist ja nicht mein Verhalten oder euer Verhalten, sondern das Problem ist einfach irgendwas in meinem Körper, was ich selbst nicht verstehe, was aber die Medizin auch noch nicht versteht, wo keiner mir helfen konnte. Und die Diagnose an sich ist für viele trotzdem schon eine Hilfe, ne? Wie du es gerade erzählt hast. Ja. Weil ansonsten denkst du, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich bin alleine mit dem Problem und es ist gar nicht einordnbar. Und so können auch andere Leute um dich drumherum irgendwie haben dann ein klares Bild, obwohl, du hast recht, es hat sich an dir nichts geändert, aber du hast jetzt dieses Label. Und das man hat so einen Zettel und kann sagen, das ist wie ein gebrochener Arm und du hast einen Gips. Ja. Mhm. Also bei anderen psychologischen Erkrankungen hast du ja auch das Problem, dass dir häufig keiner glaubt. Und so ist es bei Misophonie auch. Und wie sind Sie dann drauf gekommen? Gab es dann irgendwann den Arzt oder die Ärztin, die gesagt haben, aha, Moment, da gab es doch was? Nein. Nee? Mhm. Ich habe meine Symptome gegoogelt. Und da kam dann irgendwann nach 1000 anderen Sachen Misophonie. Einfach nur dieses Wort. Und da dachte ich mir so, ja, was ist das denn jetzt? Hab das Ding genommen, hab's gegoogelt, stand original das, was ich da hatte. Und dann bin ich zu meinem Arzt, hab das alles ausgedruckt, hab's hingelegt, der sagt, das ist es. Das ist das, was ich habe. Ist es was? Oder? Und mein Arzt hat dann nur sich das durchgelesen, meinte, ja, melde ich mich nochmal, ich bin dann raus. Hat er sich das anscheinend, ne, weil ich nochmal ins Wartezimmer musste, in der Zeit nochmal durchgelesen, hat mich nochmal reingerufen. Er sagt, das ist, ja. Das ist es, aber ich kann dir halt absolut nicht helfen. Ja. So, wir versuchen es mit Verhaltenstherapie, wir versuchen es mit Umkonditionierung. Ja. Genau, was machen Sie denn jetzt, um zu lernen, damit umzugehen? Ich habe Gott sei Dank einen Partner, der super tolerant ist, der wirklich sehr drauf aufpasst, dass er mich vorwarnt, meine Familie mittlerweile auch. Also wenn jetzt mein Vater da Chips essen möchte, dann guckt er mich einmal dreimal an und so. Ich würde jetzt gern. Gefahrenabwägung. Ja, dann ist schon so. Oder mittlerweile ist das hier auch so ein tolles Ding bei uns. Dann weiß ich, okay, ich muss Kopfhörer reinnehmen. Aber ansonsten, wenn ich mit einem Menschen außerhalb unterwegs bin, dann geht's, weil ich mich unterhalten kann. Aber alleine auf der Straße, Zug fahren, Straßenbahn, das ist einfach gar nicht mehr möglich. Da habe ich immer Kopfhörer drin. Sie arbeiten ja auch als Physiotherapeutin. Wie geht das? viel Patienten erklären. Ich versuche auch immer schon vor der Behandlung zu sagen, passen Sie auf, es könnte passieren, dass ich einen Tick habe. Das heißt, ich wacke mit dem Kopf, ich schnipse. Häufig ist da keine großartige Aggression, aber auf diese Geräusche reagiere ich einfach mittlerweile. Viele sind sehr interessiert und fragen auch nach. Es gibt immer wieder Patienten, die dann sagen, okay, ich würde dann doch gerne einen anderen Therapeuten haben. Aber das ist Gott sei Dank super selten. Eher sind sie super interessiert, fragen dann auch immer ganz, ganz häufig, vor allen Dingen Menschen, die dann, oder denen ich das erkläre, was ich habe, die achten dann viel, viel mehr darauf und plötzlich kommen so Geräusche, wo du denkst so, oh, hatte ich das jetzt gerade getriggert? Nee, alles gut. Ich habe jetzt gerade geschluckt, ist das jetzt schlimm? Nee, alles gut. Es war jetzt einmal und okay. Aber ich muss trotzdem sagen, Sie haben ja gesagt, das strengt Sie hier schon an. Das ist deswegen erst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie das auf sich nehmen. Auch
um ja was zu transportieren. Was sind es für Geräusche hier, die anstrengend sind für Sie? Nur eine Kamera, ja. Die fängt hier total an zu summen, die ganze Zeit. Das Klatschen ist super anstrengend. Mhm. Deine Schuhe. Meine Schuhe. Du quietschst damit, wenn die so übereinander rutschen. Ah, okay. Also deshalb, hören Sie besonders feinfühlig? Also ich achte viel mehr, glaube ich, drauf. Ich bin unheimlich sensibel auf Geräusche. Nicht, weil ich sie lauter wahrnehme, sondern weil sie einfach viel, viel mehr im Vordergrund sind. Ist das häufig so in diesen Fällen, diese Geräuschsensibilität? Ja, absolut. Ja? Ich meine, das kennt vielleicht auch jeder, wenn man gerade ein Buch liest oder irgendwie anderweitig in Gedanken ist und plötzlich hört man was Komisches, dann merkt man so, wie das Hören so plötzlich so aufgeht. Mhm. Und man plötzlich anfängt, all seine Konzentration so, da drauf zu haben. Und wenn man natürlich so ein Problem hat, dann ist das die ganze Zeit so. Du bist hyper... immer sensibel darauf, genau. Ja. Was ich auch habe, ist zum Beispiel, dass ein Geräusch in meinem Ohr hängen bleibt. Mhm. Das kenne ich auch wieder. Von damals noch. Super eklig. Ja. Ist gruselig. Was heißt das, im Ohr hängen bleiben? Also ich glaube zumindest, dass es das... Ja, also du hörst ein Geräusch und es ist eigentlich schon längst vorbei, aber es bleibt. Und dann es kommt wieder oder man hört es. Es ist immer so ein, genau, so in Wellenart oder sowas. Es ist echt, oder auch so Erinnerung an Geräusche. Ganz normal, jeder kennt das hier. Der Lehrer nimmt Kreide oder die Nägel und streicht über die Tafel. Jeder hat ein Zähneziehen, Kopfschmerzen, irgendwas mit den Ohren. Das habe ich bei jedem Geräusch. Und genau so ist es dann auch. Das ist, wenn man das alleine schon hört. Warum finden Sie es wichtig, trotzdem mit dem Thema auch nach draußen zu gehen? Weil es genug Menschen gibt, die Misophonie haben und es nicht wissen, immer noch denken, dass sie alleine damit sind, sich damit einfach zufrieden geben. Oder ich hatte eine Phase, da habe ich mir gewünscht, ich wäre taub. Da habe ich wirklich zu Hause vom Bett gelegen, hatte Kopfhörer auf und habe geheult, weil ich einfach nur gesagt habe, ich will nichts mehr hören, nie wieder in meinem Leben. Und das gibt ganz viele Menschen, auch junge Menschen, wo ich mir denke, die sind 12, 13, die gehen in die Schule und die haben richtig schlechte Noten. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil sie sich nicht konzentrieren können. Und es ist so wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass man nicht aufgeben sollte. Also aus so vielen Gründen toll, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Dax. Ja. Herr Kaiser, Sie haben als DJ in vielen Clubs vor allen Dingen oder auf Partys, in Diskotheken vor allen Dingen in Deutschland gearbeitet und dort aufgelegt als DJ. Ja. Würden Sie sagen, dass die Lautstärke einfach damals ganz selbstverständlich zu Ihrem Leben gehört hat? Absolut. Und es ist umso absurder. Ich höre jetzt hier lauter Leute, die das abbekommen, obwohl sie es nicht wollen. Und ich denke immer, ich habe das freiwillig getan. Mhm. Allerdings macht das wahrscheinlich schon mal einen Unterschied, ob man das will oder ob man es nicht will. Ich denke, Cortisol oder Stress ist immer wieder ein Thema. Ich denke auch, das Hirn geht physiologisch anders mit Lautstärke um, wenn es eben nicht diesen hohen Stresspegel im Blut gibt. Ne? Was haben Sie denn daran vielleicht auch genossen? Ich habe genossen, dass es nicht viel anderes gab als die Musik. Also, was ich gehasst habe, war, wenn in der Disco jemand zu mir kam, so, lang nicht mehr gesehen, was? Lang nicht mehr gesehen, ne? Dass ich dann mit mir unterhalten wollte. Da bin ich rückwärts gegangen, bis der an meinem Ohr hing und ich an der Wand stand. Also, letztendlich war es auch ein bisschen das, was du hattest, wenn du eben mal die Stille genießen konntest mit den Kopfhörern. Ne? Also würden Sie sagen, Sie waren auch ein lauter Typ? Ich war selbst lauter, als es um mich rum lauter war, auf alle Fälle. Mhm. Oder andersrum, seit es um mich leiser wird, werde ich auch leiser. Also das spiegelt sich gegenseitig wieder. Sie waren ja vor allen Dingen DJ in Techno-Clubs. Nicht jeder war mal in so einem Club. Deshalb einfach nur mal, um sich einzufühlen und reinzuhören, wie es in so einem Club sich so anhört. Wenn Sie die Bilder aus der Zeit so sehen und den Sound hören, würden Sie sagen, damals ist die Musik so direkt in den Körper reingefahren? Ja, das auch deshalb, weil ich, da fängt es auch direkt in mir wieder an zu pulsen. Ja. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man in den frühen 90ern zu Techno ausgegangen ist, das war wie früher mit den Disketten, die mussten erstmal formatiert werden, bis man da Daten draufspielen konnte. Und ich habe das Gefühl, ich bin da immer noch formatiert für diese Beat-Abfolgen auf alle Fälle. Also das geht auch jetzt noch direkt
ans Herz, ans Gemüt. Ich meine, bei aller Sensibilität und wir wollen es nicht zu laut und so, aber wer von Ihnen hört auch gerne einfach mal laute Musik? Ja. Wir outen uns alle. Weil, euphorisiert es auch einfach? Ja, na klar. Also, wir hatten ja vorhin besprochen, ne? Lärm ist ein ungewolltes, lautes Geräusch. Mhm. Aber wenn es eben gewollt ist, dann ist es auch kein Lärm. Dann kann man das natürlich auch genießen. Gehört ja bei vieler Musik auch dazu und macht ein Körpergefühl. Ist eine tolle Sache. Daher kommt die Musik ja auch. Ne? Es vereint einen, Leute bewegen sich zusammen. Das kann eine euphorische, tolle Sache sein. Und dann tritt der Lärmcharakter völlig in den Hintergrund. Ist ja auch ein Teil der Kultur. Also ich möchte die lauten Konzerte nicht missen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ja? Frau Dax, Sie nicken auch. Ja, ich arbeite selbst in der Diskothek. Also finde ich das... Was genießen Sie daran? Die laute Musik. Also Musik ist das Einzige, was mich nicht triggert. Und es ist. Außerdem hat man einfach ein ganz anderes Feeling da. Also das ist. Man ist irgendwie Teil von was Großem Ganzen. Ja, wenn es der richtige Club und die richtige Musik ist. Definitiv. Genau. Ja. Sie haben ja zum Beispiel in Bergheim auch aufgelegt, also in Berlin, legendärer Techno-Club, einer der größten überhaupt, viele tausend Besucher. Gab es denn da sowas wie ein Lärmschutzkonzept? Im Berghain unten habe ich das nicht so in Erinnerung, aber oben in der Panorama-Bar, da waren es. Und darum habe ich vorhin auch geschluckt, als es hieß 85 Dezibel im Mittel. Da war so eine kleine Anzeige und wenn ich mich richtig daran erinnere, auch wenn die eigentlich jeder ignoriert hat, da sollte man bei 90 dB aufhören oder zumindest wieder ein bisschen runterregeln. Und wurde es gemacht? Immer wenn einer kam und meinte hier, was? Und hatten Sie denn Kopfhörer auf oder hing der immer so halb man daneben? Hat, also damals zumindest hatte man einen Kopfhörer, also einen auf und das andere Ohr war für den Raum, weil auf dem Kopfhörerohr hört man immer vor, welche Platte, damals noch Platten, als nächstes kommt. Ne? Aber gelitten hat tatsächlich, man könnte eigentlich meinen, das Raumohr kriegt mehr ab, aber gelitten hat mehr das Kopfhörerohr, weil auch über den Kopfhörer hinten, über den Ohrknochen noch der Schall mit eintritt. Jetzt sagen Sie, Herr Schönbichler, wir genießen laute Musik, das ist ja auch ein Teil von uns und wir leben das. Macht das Ohr denn da einen Unterschied? Nee, das Ohr macht leider keinen Unterschied, das macht das Hirn. Aber das Ohr selbst kann ich natürlich damit. Also das ist das Paradebeispiel, wie ich außer durch Arbeit in einem lauten Umfeld mein Gehör wirklich permanent schädigen kann. Weil man setzt sich der Sache gerne aus und wenn es über viele Stunden und regelmäßig passiert und über 90 dB, da reichen dann schon 2-3 Stunden. Und ja genau, und es waren schon meistens mehr als 2-3 Stunden. Wie war das dann, wenn Sie nach Hause gegangen sind? Hat das schon noch nachgearbeitet? Ja, klar. Ja. Also einmal... direkt physiologisch das Ohr, das ist alles dumpfer natürlich, aber es wummert in einem drin auch weiter. Da ist dann auch, also das dauert einfach ewig, bis du wieder runterkommst und vielleicht irgendwann schlafen kannst. Ne? Dann hat sich ja irgendwas verändert irgendwann in Ihrem Leben. Ja. Sie sind Vater geworden, einer Tochter. Ja. Was hat sich dadurch in Gang gesetzt? Wie würden Sie es beschreiben? Die Schere zwischen zu Hause und draußen, dem Nachtleben, dem Club, ist einfach immer größer geworden. Du kommst ja aus einer völlig anderen Blase irgendwann morgens nach Hause und das passt einfach nicht zueinander. Es passt einfach kein bisschen. Weil erklären Sie es? Weil ein Familienleben schon bis zum gewissen Grad was sehr Unschuldiges hat. Und ich möchte nicht sagen, dass es in Clubs sehr schuldbehaftet zugeht, aber eben auch, wir hatten Sie vorhin gesagt, Sie sind kein Kind von Traurigkeit. Ich denke, es gibt sehr wenige Kinder von Traurigkeit im Berghain zum Beispiel. Und wie lief das denn weiter? Also Sie hatten jetzt diese laute Welt, diese pulsierende Welt, da waren Sie ja noch drin, ja auch erfolgreich drin. Dann ist da die Familie. War das ein Prozess? Haben Sie sich langsam gelöst oder wie ist es? Nö, erstmal ging es eigentlich eher auseinander, dass man das nach Hause gehen mehr rausgeschoben hat, weil es eben nicht gepasst hat. Okay. Und das hat dann aber auch wieder wehgetan. Ne? Man ist dann unglücklich da draußen und weiß, eigentlich sollte ich jetzt nicht mehr hier sein. Ich meine, vielleicht gibt es auch Leute, die da etwas flexibler sind, aber ich bin schon ein ziemlicher Entweder-Oder-Typ. Ne? Und ich habe dann. Ich konnte beides nicht mehr genießen. Ne? Und was dann, war denn in Clubs nicht mehr ertragbar, wenn Sie dort waren? Dass ich immer noch dort war. Tatsächlich. Ne? Ganz einfach, ja. Ist gut. Ja. Er ist ehrlich, ne? Also, finde ich gut. Wir reden ja heute
auch über Geräusche, über Lärm, über Krach. Wann haben Sie sich von manchen Geräuschen dann langsam verabschiedet? Ich denke, das tue ich immer noch. Das ist eigentlich ein fortwährender Prozess. Also es ist nicht so, dass ich immer mehr die Stille suche, aber ich entdecke immer noch, dass ich Dinge überdecke. Ne? Also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel Radio gehört in der Küche, bei der Heimarbeit und so weiter und habe irgendwann mal gemerkt, nee, jetzt ist Stopp, jetzt mache ich das mal aus und so, ah, gut. Und dann kamen irgendwelche Podcasts, weil ich muss ja immer was lernen oder ne, noch hier noch ein bisschen was mitnehmen. Und auch da wieder das langsam runtergefahren. Also dieser Weg vom Laut zum immer leiser, das ist ein Prozess und der wird auch nicht aufhören, denke ich mal. War das schmerzhaft oder ist Ihnen das sehr leicht gefallen, sich von Dingen zu verabschieden? Wenn du es wirklich willst, fällt es dir leicht. Aber es bedeutet nicht, dass Stille immer dann etwas Positives ist, weil das bedeutet ja, dass man sich mit sich beschäftigt, mit den eigenen Gedanken, die viel deutlicher wahrnimmt und auch anders reflektieren muss. Ne? Das heißt, haben Sie dann auch Dinge in Frage gestellt, die früher da waren? Also, ja, natürlich, klar. Welche zum Beispiel? Warum ich eben so sehr das Außen gesucht habe und das Innen gemieden. Ne? Das war eigentlich die das ist die Hauptfrage, auf die es immer noch rausläuft. Aber ich denke, da bin ich zu 100% nicht alleine hier im Raum. Ne? Sie haben dann auch Yoga für sich entdeckt. Wir haben ja auch gehört, Sie sind auch Yoga-begeistert. Ja, das ist Yoga. Dann kommt man zur Ruhe, zur Stille. Ich habe Hatha-Yoga gemacht, diese Dehnungsübungen und dann diese Atemübungen und diese Stille, wenn man sich dann hinlegt und konzentriert. Und ich bin immer rausgegangen wie neugeboren. Also diese Stille, ich liebe das, es hat mir gut getan. Und ich habe früher auch Radio gehört, wie Sie. Und ich kann es heute nicht mehr ertragen, also Musik oder das konnte ich noch nie so gut. Ich habe mal bei einer Freundin übernachtet, da war ich 20 oder so, und die hat sich mit Radio wecken lassen. Ich hatte sogar meinen Ex-Freund. Radio Wecker. Fand ich unerträglich schon immer. Aber das hat bei mir wirklich auch mit einer Sensibilität zu tun. Und das ist, glaube ich, oft verknüpft von Gehör und überhaupt Wahrnehmung so von Menschen, Energien eben, also auf so einer feinstofflichen Ebene. Und wenn dann morgens ich eigentlich noch ein bisschen schlafen will oder so für mich bin und irgendwelche fremden Leute quatschen dann da Musik und alles, das fand ich schon immer so zu viel. Deshalb war das zum Beispiel noch nie mein Ding, irgendwie so Radio im Auto nur. Was hat das dann in Ihnen verändert, Yoga, die Leidenschaft dafür? Letztendlich hat es ein bisschen das erklärt, was sowieso geschehen ist. Ne? Weil im Yoga geht es ja darum, mehr zu sich zu finden, beziehungsweise zum Selbst, zu dem, was hinter dem vermeintlichen Ich, dem Ego-Ich, steht. Und dazu ist eben Konzentration auf einzelne Dinge, die Einpünktlichkeit, ein Weg. Ne? Und wir hatten es vorhin von Lärm ausblenden als Königsdisziplin. Üben tut man es am besten eben in einfachen Bedingungen. Und wenn es dann mal wirklich schwierig wird, kann man es im besten Fall etwas besser. Und üben tut man das tatsächlich auf der Matte. Aber richtig gut ist es dann eben, wenn der Übertrag in den Alltag passiert. Sie haben ja dann auch tatsächlich, also Sie haben eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht. Und dafür sollten Sie auch tagsüber schweigen. Ja. Warum das? Das müssen Sie jetzt mal erklären. Das ist letztendlich genau, also das beschleunigt diesen Prozess des auf sich selbst oder zu sich selbst Findens ungemein. Ne? Also wenn man, das nennt sich Mauna und bedeutet einfach, du sagst mal gar nichts. Beziehungsweise im Alltag ging das natürlich schwierig. Ich habe dann zu den Kollegen gesagt, heute gibt es nur eine Antwort auf absolut wichtige Fragen. Also die jetzt während beruflich der Arbeit haben Sie gesagt, sprecht mich nicht an? So. Ja, klar. Ja. Und wie fanden die das? Ach, die einen haben versucht, so doch was aus mir rauszukitzeln, mich so ein bisschen zu foppen. Andere haben das respektiert. Und eigentlich, egal, auch wenn das dann nicht richtig gelingt, die Erfahrung, wie viele Dinge sich von selbst auflösen, ohne dass ich auch noch meinen Senf dazugeben muss, allein die ist es schon wert einfach. Ne? So ein bisschen wie aussitzen, dann ausschweigen Sie die Dinge. Ja, da könnte man ein bisschen an die alte Kanzlerin denken, ne? Das Aussitzen. Und wenn Sie jetzt die Erfahrung rekapitulieren, haben Sie da Elemente davon behalten oder sagen Sie, das war jetzt mal so ein Versuch? Die Elemente des Schweigens, meinen Sie? Nee, auf alle Fälle. Also die Lehren, die ich da draus gezogen habe, die bleiben ja da. Das ist ja eigentlich ein Lernensprozess. Ne? Auch das ist auf alle Fälle mit dem auf sich selbst hören, sowas wie eine Erstverschlimmerung geben kann. Und danach eben, wenn man lernt, mit den eigenen Gedanken besser umzugehen und zu sagen, nee, du jetzt nicht, dafür vielleicht du,
dass man dann eben davon profitieren kann. Fällt mir ein, Herr Schönwiesner, Sie haben doch an der Uni eine schallisolierte Kammer. Genau. Würde Sie das reizen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass komplett null Schall sehr unangenehm ist. Ne? Also die meisten Leute, die bei uns in die Schallkammer kommen, also das ist ein schallisolierter Raum, der auch noch Echos unterdrückt. Also es ist quasi ein stilles, freies Feld. Und die meisten Leute fühlen sich schon erstmal so ein bisschen komisch. Ja. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Schweigen und eine Leere ist, die erdrückend wird. Das wäre doch für Sie wahrscheinlich ganz ohne Geräusche auch unangenehm. Ja, oder? Ich habe gerade daran gedacht, aber vor allem am Anfang, da habe ich das natürlich auch gemieden, konnte ich gar nicht immer, weil ich einfach auch mich nicht so gut gefühlt habe und dann viel zu Hause war, aber da fand ich das immer besonders schlimm, in der Stille zu sein, alles zu. Ich merke es manchmal noch, wenn es Herbst wird und alles wieder zugeht, dann merke ich den mehr. Und so ein Raum wäre für mich wahrscheinlich aber auch eine Herausforderung. Sicherlich. Mein Stille ist ja auch, wenn man Leute isoliert, ist ja auch eine Foltermethode. Also es hat wahrscheinlich zwei Seiten. Was kann aber das Positive sein von Momenten der Ruhe, von Stille? Was würden Sie sagen, Herr Schönwiesner? Also erstmal in so einer stillen Umgebung. Wir sind ja eigentlich alle sehr selten in wirklich ruhigen Umgebungen. Viel zu selten eigentlich, gerade wenn man in der Stadt wohnt. Aber ich brauche dann auch erstmal eine halbe Stunde, ehe mein Hörsystem sich regeneriert und ich wirklich sensibel werde, so wie bei der Dunkeladaptation vom Auge ja auch. Und dann wäre ich so richtig empfänglich für alle Töne und höre vor allem dann auch meine eigenen Körpergeräusche und so. Und es ist gut für die Konzentrationsfähigkeit sicherlich. Ich habe, bevor wir wieder zurückgezogen sind nach Deutschland, habe ich in Kanada gewohnt. Und da gibt es eine schöne Studie mit Kindern in den also Nordprovinzen, die also weit weg von Industrielärm leben und die eine wesentlich höhere Konzentrationsfähigkeit haben und auch viel besser mit langen Zeiten des Nichtstuns und sowas umgehen können, einfach entspannter sind und der Stresslevel ist da viel geringer. Haben Sie sich als Persönlichkeit auch dadurch verändert? Sie haben gesagt, auf alle Fälle. Inwiefern? Ja, natürlich. Einmal, wie schon vorhin gesagt, dass ich selber ruhiger geworden bin und ich gehe anders mit meinen Gedanken um. Das ist aber auch letztendlich ein bisschen Yoga-Philosophie, die für mich eigentlich relativ wenig mit Esoterik zu tun hat, sondern es ist handfeste Philosophie, eben meine Gedanken zu beobachten und zu sagen, okay, das sind jetzt deine Gedanken, das bist aber nicht du. Ich bin der, der die Gedanken beobachtet. Ne? Also nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und das gibt einem dann auch die Freiheit, vielleicht irgendwann die Gedanken etwas besser auf die Schiene zu kriegen, wie sie in welchen Momenten eben sich melden sollen oder nicht. Auf die Schiene kriegen, die Gleise werden wir nicht los. Tut mir leid. Zumindest bildlich. Erinnern Sie mich nicht daran. Zumindest bildlich. Ich habe noch mal eine Frage, weil wir jetzt so über Stille reden. Zum Beispiel, ich lese gerne im Café. Ich arbeite auch gerne im Café. Da sind Stimmen, da ist so ein bisschen Musik, da wird dann Getränk zubereitet. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Es gibt aber andere, die sagen, wie machst du das? Warum machst du das? Ist doch voll nervig. Warum ist das so unterschiedlich? Ja, das ist wirklich eine psychologische Frage. Also manche Leute brauchen und mögen auch so diesen menschlichen Hintergrund. Der kann auch sehr angenehm sein. Ich denke auch, dass wir den zum Teil brauchen. Mhm. Und andere sind da eben weniger tolerant und finden, das ist wie mit dem Kinderlärm, finden es dann nicht so gut. Mhm. Sie sind ja dann mit der Familie aufs Land gezogen. Ja, genau. Zu viel Krach in der Stadt oder was war der Grund? Das wäre vielleicht der Moment, in dem man jetzt mal Lärm auch erweitern könnte auf alle Dinge, die uns so anschreien, ob es jetzt die nächste Pop-up-Nachricht auf dem Handy ist, weil vielleicht irgendjemand in einer WhatsApp-Gruppe nur sagt Danke, was ja eigentlich nett ist, Danke zu sagen, aber in einer WhatsApp-Gruppe macht jeder die auf und denkt, Scheiße, warum sagt er jetzt Danke? Legt das Handy, ne? Also uns schreit ständig wahnsinnig viel an und das natürlich eher in der Stadt als auf dem Land. Mhm. Aber letztendlich ist es vielleicht auch nur ein Ort, an dem es leichter fällt, die innere Stille zu entdecken. Das geht im krassesten Fall, wenn man super Profi ist, vielleicht sogar an der Güterstrecke oder in der Heidelberger Fußgängerzone. Ne? Also der Schritt aufs Land ist nicht der Schritt in die Stille, sondern das ist der Schritt, der es mir vielleicht ein bisschen leichter macht zu üben tatsächlich. Ne? Sie sagen, uns schreit so wahnsinnig viel an. Würden Sie sagen, wir leben in einer zu lauten Welt? Oh ja, absolut. Ja. Da brauchen Sie keine Experten. Also wenn wir in der Stadt wohnen. Ne? Ich bin auch Handyverweigerer. Also ich habe kein Mobiltelefon, will auch nicht. Also es geht auch nicht nur um den Krach, sondern tatsächlich auch dieses erweiterte Konzept von Lärm, dass ich ständig irgendwie, was wird von mir verlangt. Ja, und das ist auch immer eine Verführung, sich wieder ein Stück von sich selbst zu entfernen, anstatt in die andere Richtung zu gehen. Man hält es ja kaum aus, das Ding zu sehen, ohne es anzufassen. Ne? Mhm. Wenigstens morgens, dass es in einem anderen Raum liegt, als
in den du als erstes gehst, das macht schon mal einen großen Unterschied, ne? Dass es erstmal außer Sichtweite ist. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die für uns lauter und schriller geworden sind. Und da ist es wirklich schön, wenn man in sich einen Rückzugsort findet. Ich habe, ja? Aber die Grundfrage, mit der wir uns hier beschäftigen, heißt ja, wie viel halten wir aus? Und Sie haben ja vorhin das Beispiel mit dem Wasserfall gesagt, der 90 Dezibel hat und den wir als Naturereignis bewundern und uns wohlfühlen. Und was Sie beschrieben haben mit dem Techno-Club, 90 Dezibel, das ist ja nun auch nicht gerade, was man so richtig braucht. Aber Sie haben es ja auch ausgehalten. Ja, ich denke aber manchmal, das ist wie mit dem Kühlschrank, der im Hintergrund summt. Ja, genau. Man merkt erst, wie störend er war. Also das will ich jetzt nicht auf die Musik beziehen, ja, aber klar. Ich glaube, man merkt erst im Nachhinein, was man alles ausgehalten war und dass es ein Aushalten aber, war. Was ja. Man, ja, aber wenn das Fazit heißt, das ist eine subjektive Empfindung, und das scheint es ja zu sein. Also das hat mit meiner inneren Disposition zu tun. Ja. Wie bin ich jetzt gerade aufgestellt? Geht es mir gut? Geht es mir nicht gut? Bin ich gestresst? Bin ich nicht gestresst? Oder wie bei Ihnen, hat Lärm eine andere Auswirkung, ist auch anders konfiguriert oder wie Sie haben so schön gesagt, formatiert mich dann auch ein bisschen anders. Ja. Ne? Also ich denke, dass es schon Grenzsituationen gibt. Also es wäre wirklich eine Unverschämtheit, Ihnen zu sagen, ja, jetzt mach halt mal ein bisschen Yoga und meditiere ein bisschen, dann geht es schon mit den Kohlen. Ja. Nee. Aber mich würde eins interessieren, Herr Schönwiesner. Ich habe Sie am Anfang gefragt, welche Geräusche Sie denn stören. Mhm. Welche finden Sie denn toll? Naturgeräusche, so wie viele Leute. Das ist eigentlich, also Biophilie heißt das, die Liebe zur Natur, die scheint in uns eingebaut zu sein. Welche zum Beispiel? Ja, Wassergeräusche zum Beispiel sind natürlich immer schön. Mhm. Also mein Weckerradio, ich lasse mich auch nicht von Radio weg, das finde ich auch furchtbar. Vor allem, was so zufällig ist, man weiß nie, was man kriegt. Ja. Vogelgezwitscher. Nee, ich hatte erst Vogelgezwitscher und dann bin ich umgezogen. Und dann hatten wir im Sommer, dann habe ich neben dem Leipziger Auwald gewohnt, und da hatten wir im Sommer bei offenem Fenster um 4 Uhr fingen die Vögel an. Ja, ja. Und ich war dann so auf dieses Vogelgezwitscher trainiert, dass ich immer... Das finde ich ganz schrecklich. Jetzt habe ich Meeresrauschen, wir wohnen nicht am Meer, dann ist es okay. Keine Gefahr, das wird nicht plötzlich kommen. Lärm, Krach, Radau, wie viel halten wir aus? Vielen Dank an Sie nochmal, Herr Kaiser. Vielen Dank an unsere ganze Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann nochmal mit der Sendung Hinter der Fassade. Gerne auch mal reinhören in den Nachtcafé-Podcast. Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke und tschüss.